So, sind endlich alle fertig mit ihrer unnötigen Pause? Jawohl, Herr Direktor. Na, dann geht die Probe weiter. Fräulein Fischer, die Herrn Arthur, Pitzel und Müller, bitte. Also, das Ganze noch einmal von vorn. Ja, das ist Seite 23 und 10. Na, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Damit es nicht wieder so blamabel zart wird wie gestern Abend, ja? Und Sie, Pitzel. Jawohl, Herr Direktor. Überraschen Sie mich, ja? Einmal wenigstens. Auf Nacht, Herr Direktor. Also, bitte los! Herr Pampel, bitte Licht. Du bist blass, Luise? Es ist ja nichts. Ja, nichts. Du bist ja da. Es ist vorüber. Und liebt mich meine Luise noch? Mein Herz ist das gestrige. Ist das deinige auch noch? Doch, mein Geliebter. Aber, ach! Rede mir Wahrheit, was hast du geschwind? Ferdinand! Knapp, lieber, du sagst mal eben. Was ist das, Mädchen? Ich sehe in die Zukunft. Deine Pläne, dein Vater, mein nichts. Ja, gut. Ferdinand, ein Dolch über dir. Ein Dolch über dir und mir. Mann, trennt uns! Trennt uns? Trennt uns? Wer kann den Bund zwoer Herzen lösen oder die Töne eines Akkordeons eines Akkords auseinanderreißen? Oh, wie sehr fürchte ich ihn, deinen Vater. Ich fürchte nichts. Nichts als die Grenzen. Bei diesem Anblick, der alles Mark in meinen Gebeinen erkennt, mag ich verloren sein. Aber ihr sollt es mit mir sein. Auf, auf, du Maus durch die Gassen. Gericht, die verbindet mich, führt mich von hinnen. Ich will Geheimnisse aufdecken, der Fälle, die sie hören. Die Hausschauer. Wahnsinnig! Bleibt das so? Aber Sie wollten doch überrascht werden, Herr Direktor. Bitte. Bitte. Aus. Schluss. Aus. Ja, glauben Sie bloß, weil Sie uns eine Gage zahlen, müssen wir denn auch noch dienstbar sein? Das ist gegen alle Menschenwürde. Oh, wissen Sie was? Bitte, Herr Borg, sind Sie brotlos. Sobald ich mir die Stempelgebühren leisten kann, kriegen Sie Entlassungsdekret. Ich bin Ihre Perle, Ihr Juwel. Nur mich will das Publikum sehen. Ohne mich können Sie Ihre ganze Schmiere schließen. Schmiere? Ja, Schmiere. Schmiere? Wirklich? Sie werden... Doch ein Wort! Und ihr fliegt alle miteinander! Herr Richter, darf ich eine... Und Sie sind auch brotlos, haben Sie mich verstanden? Ja, dann. Herr Direktor, bedenken Sie, was Sie tun. Er ist unser Souffleur. Knapp. Herr Knapp. Lieber Herr Knapp. Sie können natürlich bleiben. Aber ihr anderen alle. Bis morgen. Probenschluss. Probenschluss um 10. Geht noch jemand mit auf ein Ansermenü? Ja, die Kunst. Die Kunst. Die Kunst ist eine Leidenschaft. Machen aber Leidenschaften glücklich? Au contraire. Wer Künstler will werden, soll's Theater erwähnen. Weil nur dort tut's heute an Künstlern noch fehlen. Während dem grad konträr im gewöhnlichen Leben, wo man hinschaut, nur viel zu viel Künstler tut's gehen. Denn was Leid soll das aufführen, man staunt, wenn man sieht. Wenn das keine Kunst ist, dann weiß ich's nicht. Wenn das keine Kunst ist, ja, dann weiß ich's nicht. Viel lernen und nachher viel wissen ist gar Kunst. Ich hab nichts gelernt und weiß doch so allerlei. Da kann man von Kunst sprechen. Man hat sich geplagt, hat sein Bestes gegeben.
Doch nach der Premiere, was muss man erleben? Die Gazetten berichten, an dem ist nichts dran. Die Leistung war matt und der Aufwand fatal. Und du musst auf die Bühne, im Ohr den Bericht. Wenn das keine Kunst ist, ja dann weiß ich's nicht. Wir vom Theater haben glaubt, wir gehören zur Kultur. Doch die Obrigkeit sagt, aber nein, keine Spur. Laut Gesetz seid ihr nur ein Vergnügungsbetrieb, den wir aufsperren und zusperren, ganz nach Belieb. Mit euch wird ab heute genau so verfahren, wie mit Spielhallen, Schießbuden, Lilliputbahn, wie mit Tierparks, mit Puffs, doch ihr braucht's nicht zu klagen. Denn ihr steht's im Gesetz noch vor Paintball-Anlagen. Und dann fühlt ich es Künstler nicht ganz wie ein Wicht. Ja, wenn das keine Kunst ist, dann weiß ich's nicht. Gleich in die Enz. Aber Herr Direktor, in unserem lieben Steyr ist die Enz doch gar nicht tief genug. Dilettanten. Aber vielleicht eins im Menü? Künstler. Na, ist das heute nicht wieder ein wunderschöner Tag? Ja, leider, Frau Schloder. Das schöne Wetter werden wir in der Theaterkasse bitter spüren. Aber wieso? Auf dem Theaterzettel steht doch drauf, heute nur noch Restkarten. Das steht da immer. Ach so. Eins am Menü, bitte. Sicher. Wirklich ausverkauft ist nur morgen bei der Wohltätigkeitsvorstellung, wo die Dilettanten spielen. Für heute ist noch alles zu haben. Und die restlichen Oktober bis Saisonende auch. Naja, aber auch im Winter, da kommen sie halt wieder zu uns. Denn ohne Theater können wir nicht sein. Ja, so klein unser liebes Steyr auch ist, so haben wir einen unsinnigen Kunstsinn. Sie werden schon noch sehen, was Sie auf die letzten 8 Tage noch einnehmen werden. Morgen in der Dilettanten-Wohltätigkeit wird es überfüllt sein. Ja? Und ein Provinzpublikum braucht Zeit, wenn das Theater einmal voll war. Oh, unter 14 Tagen erholen die sich nicht von der geistigen Strapaz. So, naja, jetzt muss ich wieder rein meine Theaterkasse aufsperren. Ja. Wo nichts drin ist, nichts drin sein wird und nie was drin war. Oh, sonst schmeißt er mich noch hinaus, der Direktor Schofel. Los. Ah, Herr Knapp! Ja, schreiben Sie es auf! Künstler! Da schau her, mir scheint, da kommt das Fräulein Nispel mit einem Fremden. Erstaunlich, was unser liebes Steyr für einen Aufschwung nimmt. Echauffieren Sie sich doch nicht so, werter Anverwandter. Zwei Kaffee, Frau Steyr. Nein. Ich will keinen Kaffee. Das, was Sie mir gesagt haben, treibt mir ohne dies die Hitzen in den Kopf. Also der Frau Schlade, ihr Kaffee hat noch niemand Hitzen gemacht. Sehr richtig. Meinen originalen Schlader-Kaffee kann sogar ein neugeborenes Kind trinken. Zwei Melange. Ja, gern. Spielen. Komödie spielen, lassen Sie mir das Madel. Meine Mündel, mein heiratsmäßiges Kind. Aber sie dilettiert doch nur. Aus Liebe zur Kunst. Ach, Komödie spielen ist keine Kunst. Komödie spielen ist ein Malheur. Aber ist schon recht. Ich bin halt ein Pechvogel. Ach, Sie Ärmster, Sie sagten mir ja, Sie seien neulich Witwer geworden. Ja, leider. Leider 18 Jahre zu spät. Meine besten Mannesjahre hat sie mir verxantipiert, meine unselige Selige. Denken Sie einfach, Ihre Ehe war vom Finger der Nemesis überschattet. Finger? Na, das war schon die ganze Hand. Oh, diese Nemesis. Wo bleibt denn der Kaffee? Der tropft schon.
Und wie Sie vor 18 Jahren hörten, Ihr Freund Busch sei Witwer geworden, eilten Sie und fanden den, den Sie trösten wollten, bereits im neuen Liebesbann. Nein, der Busch hat mir damals gesagt, dass sein zweijähriges Töchterl dringend eine frische Mutter braucht. Es kam aber anders. Ja, leider. Die projektierte Töchterlmutter war schön. Ich war schwach. Sie hat sich in mich verliebt und ich durch diesen Gusto geschmeichelt. Ob sie erhört. Und so war der Verrat an der Freundschaft begangen. Na, wenn jeder Verräter so gebüßt hätte, der Verrat war halt längst aus der Mode. Die Geliebte ihres Freundes wurde ihre Frau. Ja, leider, das war die Strafe. Das sag ich ja. Nemesis. Na, diese Nemesis. Ja, und später, der Busch, der ist ja vor Freude aus der Haut gefahren, wie er gesehen hat, wie sich mein Ehestand entwickelt. Aber hab ich denn den Freundschaftsverrat nicht längst wieder gut gemacht? Ja, als der Busch dann ein paar Jahre später gestorben ist, hab ich mich ja um sein kleines Töchterlein genommen. Ja, das war allerdings schön. Ja. Umso mehr, dass Sie diese gute Tat vor Ihrer bärbeißigen Ehehälfte in den Schleier des tiefsten Geheimnisses zu hüllen gezwungen waren. Sie hat nie etwas erfahren. Ja, und jetzt? Kaum, dass ich Witwer geworden bin, mache ich diese anstrengende Reise von Regensburg daher in unser Liebesteil. Ja, und werden sich überzeugen, dass Ihre Mündel unter meiner Obhut recht wohlerzogen und intellektuell gebildet worden ist. Ja, so gebildet, dass sie Komödie spielt. Ja, aber sie dilettiert doch nur, was kann denn da schaden? Ach, austreiben werde ich sie. Heiraten muss sie. Dann wird ihr der Dilettantismus vergeben. Sie haben also schon eine Wahl für Sie getroffen. Na, freilich, mein Neffe kriegt sie, mein Universalerbe, weil meine Ehe von hartnäckigen Kinderlosigkeiten gesegnet war. Ja. Aber jetzt kommen Sie, meine werte Anverwandte, bringen Sie mich rasch zu mir, ja? So, da ist der Kaffee. Also geschwind. Ja? Ja, tut mir leid, dass ich nicht gestern Abend schon gesagt habe, dass ich heute früh einen Kaffee möchte. Ich habe keine Zeit, hier ist ja Geld. Kommt, meine Liebe. Ja, aber ich kann den Kaffee doch wirklich nicht auf Vorrat kochen. Ich bin Geschäftsfrau hier in der innerösterreichischen Provinz. Wer steht mir denn grad, ob gewiss jeden Tag eine ganze Melange verzehrt wird in unserem lieben Steyr? Eine echte Kladerqualität. Die Probe ist zu Ende. Oh, nein, danke. Ihr lieber ein einsamer Mir auch. Dann nehme ich einen Kaffee und einen einsamen. Ja? Ich nehme einen anderen und einen Kipfer. Ah, wer bin ich? Und was soll ich hier unter Tigern oder Affen? Welchen Plan hat Gott mit mir? Und warum ward ich erschaffen? Bravo! Naja. Für Steyr reicht's. Ich weiß nicht, was ihr habt. Mir gefällt. Ach was. Was soll ich noch länger meine Kunst ausüben? Hier, in dieser Provinzstadt 19. Ranges. Hier, wo die engste und beengendste Kleinstädterei den Genialitätsflug hemmt. Ein Sensationskünstler hat einmal annonciert, dass er am Schluss seiner Nummer in eine Champagner-Boudin hineinkriechen wird. Ja, glaubwürdige Augenzeugen versichern, dass er nicht hineingekrochen, sondern vor der Nummer mit der Kasse abgefahren ist. Wenn er aber wirklich hineingekrochen wäre in die Boudin, dann hätte er drin ungefähr das Gefühl gehabt, was ich hier in Steyr habe. Sag ich ja, Perlen vor die Säue. Ah, du lieber. Was hat mir der Knapp gerade von dir erzählt? Ich hab's von der Fischer. Mir hat's die Gschladerin gesagt. Ich sag nur das, was ich von Leuten höre, die mit Leuten bekannt sind, die aus verlässlichen Quellen schöpfen. Ja, Plausch und Tratsch mach ich keine. Ja. Du weißt also, von was die Rede ist. Das ist doch nicht schwer zu erraten. Von einer Liebschaft zwischen mir und der Haustochter meiner Quartierfrau. Ich hab doch überall geliebt, wo ich Zimmerherr war. Wo keine Töchter sind, da logiere ich nicht. Ja, jetzt spricht man aber von Heirat. Du willst dich der Kunst entziehen? Im Gegenteil. Wenn ich heirate,
so wird sich die mir angetraute, talentvolle Dilettantin in eine wirkliche Priesterin Taliens verwandeln. Ich bereichere daher die Bühne um ein Mitglied. Genial ist nur die Ledigkeit. Heirat ist Spießbürgerei. Aber es verlautet sogar, dass du die angenehmen Theaterverhältnisse hier in Steyr verlassen willst. Was? Unser liebes Steyr verlassen? Eben um dem Vorwurf der Spießbürgerei zu entgehen. Allein in die Welt hinausziehen, das ist gar Kunst. Aber mit Gattin und Aussicht auf Nachwuchs, Künstler, das verleiht der spießbürgerlichen Heirat das Diplom der Genialität. Na, euch behagt ja vielleicht das solide Engagement, welches euch 8 Monate hier in dieser schönen Stadt Steyr und 4 Monate im Festspielort sichere Existenz gewährt. Für mich ist das nichts. Im Winter schon wissen, welcher Gläubiger mich nächsten Sommer fassen wird. Im Sommer wissen, welcher Wirt, welcher Schneider meine nächste Gage pfänden wird. Das ist Blei für meine Geistesschwingen. Drum schnell geheiratet und fort. Mit ihr nach dem fernen Westen, Osten, Norden, Süden oder sonst in irgendeine Himmelsrichtung. Nur fort. Und nicht wissen, wohin. Das ist meine Sehnsucht. Na, und jetzt frage ich euch, wer von uns ist hier der Spießbürger, ihr oder ich? Ach, kommt da nicht der Pitzel? Hat er eine Hose an? Ja, freilich. Er scheint was Interessantes dabei zu haben. Ein Wort an dich, 2 an die Bande. Mhm. An dich, Barife. Und ihr, Paschet ab. Was du hörst, können alle meine Kollegen hören. Wo bleibt denn dann der Vorzug, den ich als dein Freund genieße? Als Künstler gehöre ich der Öffentlichkeit. Ganz recht, aber es war immer meine Sache, deine Geheimnisse auszuplauschen. Wenn du sie nun selbst preisgibst, so raubst du mir die Gelegenheit, mich durch die Veröffentlichung interessant und bei der Frau Gschlader zahlfrei zu machen. Nein. Vielleicht kann einer dieser Briefe die Ebbe in unserer Kasse fluten. Der Geldbrief Hoffnung spricht die simple Siegelung Hohn. Aber von wem ist denn nun dieser Brief? Von einem Kellner aus Innsbruck, wo ich vorher engagiert war, der so unvernünftig war, an Schauspieler Geld zu leihen. Hochgeschätzter Herr Arthur, ich war lang genug Ihr Narr, bis Heintigstags. Was ist das für ein Wort? Heintigstags. Heintigstags. Heutigen Tags. Ja. Sag ich doch. Bis heutigen Tags haben Sie noch immer nicht die mir schuldigen 34 Gulden 18 Kreuzer an meinen Bevollmächtigten in Innsbruck eingesendet. Jetzt brauchen Sie mir das Geld nicht mehr zu schicken. Wie kommt denn der Dummkopf auf die Idee, dass ich es ihm jetzt abschicken wollen? Denn ich hoffe, in wenig Tagen in Geschäften nach Steyr zu kommen. Na, das ist eine schöne Geschichte. Andrea, konnte etwas Erwünschteres geschehen, um mich aus meinem weichlich süßen Liebestraum emporzurütteln zur kühnen, raschen Tat? Dieser Kellnerbrief soll zum Werkzeug der Götter werden. Bacchus vereinigt sich mit Amor, um meinen Hymen altarwärts gerichteten Schritten Hermesflügel zu verleihen. Ma, das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Und was heißt das bitte? Na, ich werde Sie einfach entführen. Wenn auf diesen Brief nicht etwa neue Fußangeln über den Kopf wachsen. Von meinem lieben Frank aus Innsbruck, meinem einzigen wahren Freund. Na, freilich in Innsbruck sind's zu Hause, die wahren Freund. Liebster Arthur, ich sende dir einen Brief weiter. Er ist von der Hand deines Onkels, der mir so gut wie dir bekannt. Naja. Folge meinem Rat und handle in allem, wie es dir gut und weise dient. Nein, Frank. Enorme Freund. Ja, was schreibt sie denn die Hand meines Onkels? So verschwenderisch mit drohenden Zeigefingern und nur so karg mit Geldanweisungen umgeht. Neffe! Ausrufungszeichen. Herr Neffe kann ich nicht schreiben, weil du ein Sklave deiner Passionen und weil du halb Gefangener deiner Gläubiger, folglich kein Herr bist. Und lieber Neffe will ich nicht schreiben, weil ich einen leichtsinnigen Tauge nichts von Schauspielern nicht lieben kann. Das geht ja noch weiter bei Innsbruck hinaus. Ah, warte, jetzt kommt's anders.
Advokat Stein ist beauftragt, deine Schulden zu bezahlen. Viktoria! Eine Runde für alle, der Glücksbild ist bezahlt. Ja. Du wirst dir aber ungesäumt eine Reisegelegenheit nach Wien besorgen und bei Herrn Advokat Stein meine weiteren Befehle entgegennehmen, welche hauptsächlich darin bestehen, dass du ohne Widerrede deine brotlose Kunst aufgibst und die von mir für dich gewählte Lebensgefährtin heiraten und als solider Ehemann dich an der Leitung meines weit verzweigten Fabriksgeschäftes beteiligen wirst. Höllenidee! Ich, Kunst- und Liebesbegeisterter, soll Fabrikant und Ehemann werden. Lies weiter. Ich bin seit wenig Wochen Witwer. Deine Hoffnung, einst mein Erbe zu werden, hängt also ganz von deinem Gehorsam ab. Denn bleibst du am Theater und heiratest die dir bestimmte nicht, so schwöre ich dir, dass ich meine Familie nicht aussterben lasse und ungesäumt zu einer zweiten Ehe schreite. Ha! Das beschleunigt abermals den Entführungsplan, denn wenn ich einmal kopfüber verheiratet bin, wird er sich schon eines anderen besinnen. Ja. Vor allem aber muss ich wissen, ob Emma mich liebt. Emma ist die Kanaille. Endstation Emma. Emma gut, alles gut. Ich werde ihr zwei Freikarten besorgen und abends im Kostüm des Heldenjünglings die nachdrücklichste Koketterie von der Bühne herab ins Parterre, wo Dunkelheit und Einsamkeit ein jugendliches Herz zur Liebe stimmen müssen. Ach, schön. Mein Sieg wird bald vollendet sein. Herr Arthur, was ist denn jetzt mit der Runde? Schreiben Sie es auf. Künstler. Na, was hat denn der dritte Brief getan, dass du ihn so mit Stillschweigen übergehst? Ich fürchte, dass er mir was tut. Drum lese ich ihn nicht. Von wem ist er denn? Von der Direktion dieses Menschendarstellungsinstituts. Lesen muss man alles. Auch wenn man den Idiot im Vorhaus schon weiß. Naja. Es ist meine Kündigung. Daran ist nicht mehr zu zweifeln. Es kann mich also nur noch die Stilisierung, die Form des Manifests interessieren. Da bin ich neugierig. Ich auch. Euer Wohlgeboren. Sie spielen zu schlecht. Die Nachsicht des Publikums muss erlahmen an der Mangelhaftigkeit ihrer Darstellungen. Ach, das ist hart. Der will sein Privaturteil mit einem Nimbus von Vox Populi umgeben. Sie haben gestern den Wurm in Kabale und Liebe so erbärmlich gespielt. Ja, der Wurm ist ja ein erbärmlicher Charakter. Wer ihn nicht so darstellt, verfehlt ihn. Lies weiter. So gespielt, dass sich die allgemeine Missbilligung laut aussprach. Habt ihr was gehört? Doch, wenn du das nicht gehört hast. Ich war in der Begeisterung der Rolle, da höre und sehe ich nicht. Ich erinnere Sie an die Rezension, welche über Ihre Leistung als Macbeth erschien. Ah, ja, da ist gestanden, ja, ich weiß, was Shakespeare da wirklich Shakespeare war. Das lässt sich nun leicht klären, wenn sich in Westminster im Grab einer umgedreht hat. Dann war er es. Öder Gspar seiner referentischen Privatabneigung. Lies weiter. Wenn nächsten Sonnabend Wenn nächsten Sonnabend Ihre Darstellung als Franz Mohr keine anziehendere ist. Oh, du Viechskerl von einem Direktor! Solche Bösewichter soll man anziehend darstellen? Das Laster muss abschrecken! Und durch mich zu anschauen gebracht, kriegt's doch eine extra Widerwärtigkeit. Aber wenn der Direktor nun einmal fühlt, dass seine Schauspieler dem Publikum gefreut. Was gefreut euch jetzt auch noch? Um 30 Gulden Gage? Lies den Schluss. Der ergibt sich ja wohl von selbst. Wenn ich nächsten Samstag nicht feuer's, Franz Mohr, so sind Sie aus dem Engagement entlassen und die Direktion jeder Verpflichtung enthoben. Ich mag eh nicht mehr bleiben. Ich muss wieder wohin, wo man mich noch nicht kennt. Nur dort borgt man mir noch was. Ach, nimm dich lieber zusammen und schaff dir so eine künstlerische Kreativität. Ja? Ich wünschte, ich hätte einen anderen. Tu nichts Unüberlegtes und studier lieber deinen Franz Mohr. Bis auf Nacht, lieber. Na und, wie zeugt man jetzt? Schreib's es auf! Künstler! Mich kündigte. Und der Behäuter?
Ein undankbarer Prinzipal. Aber auch das Publikum ist nicht dankbar. Da wimmeln sie in der Sommersaison in unsere Kurtheater heraus. Und wenn sie noch zurück in die Residenz kommen, dann gefallen in ihre Burg- und Kammerschauspieler doppelt. Und warum? Na, weil sie mich gesehen haben in diesen Rollen. Da lernen sie den Unterschied ja erst kennen. Mir also verdanken sie diesen erhöhten Genuss. Ach was. Ich will hier nichts mehr tun für die Kunst. Die Kunst ist mein Leben. Und an meinem Leben liegt mir gar nichts. Was hat man schon von dieser 50 bis 60 Jahre Luftschnapperei? Da hat sich die Natur wieder mal ausgezeichnet. Ohne Luft kann man nicht leben. Aber von der Luft kann man aber auch nicht leben. Wozu also die Plage und das Gefrett? Das Leben ist sein Lebtag nicht wert, dass man sich das ganze Leben aufgefrettet, um sich das Leben zu erhalten. Es ist nicht der Mühe wert. Der Mensch will zur Bühne und nimmt sich was vor. Ich werde ein Solist und die anderen bleiben Chor. Ich bin etwas Einziges, Seltenes, Rares. Mit meinem Talent ist was ganz Wunderbares. Ein paar Jahre drauf merkt dann jeder, der ist ja talentlos und schlechter als jeder Chorist. Er lüftet und fistet, fühlt sich unterdrückt, gabt fest, dass die große Karriere ihm noch glückt. Er hat mit sich selbst sich das Leben erschwert. Uns ist nicht der Mühe wert, es ist nicht der Mühe wert. Ins Theater geh ich, wann sie tanzt, jeden Tag, weil ich ihre Leichtigkeit nicht missen mag. Wenn die meinige über die Bühne so schwebt, diese Grazie, der Charme, nein, das so etwas. Ich fühl mich erhoben, wann ich sie nur seh. Ich schau durch den Gucker und spür ihre Nähe. Die dritte von links bringt die Fürst nicht in die Höhe. Die seine ist die dickste vom Corps de Ballet. Und sie schwitzt und sie schielt und er zeugt unerhört. Uns ist nicht der Mühe wert, es ist nicht der Mühe wert. Die Gesundheit erhalten, das ist heute schwer. Man schaut in die Zeitung und weiß gar nicht mehr, was man soll, was man nicht soll, mit wem man gerade spricht. Der eine sagt, ja, trag die Windeln vom Gesicht. Der nächste sagt, nein, denk doch selber mal nach. Es gibt gar kein Virus und die Erde ist flach. Nur zur Sicherheit bleibt man 6 Monate zu Hause, ohne Freund und Familie. Und geht man dann raus, fährt ein Ziegel vom Dorf. Und man liegt tot auf der Erde. Dann war alles umsonst und nichts damit wert. Ja, wenn mir etwas mein spätes Glück als Witwer trübt, so ist es die Art und Weise, wie Sie die Aufsicht über meine Ihrer Obhut anvertraute Mündel geführt haben. Erlauben Sie mir, das Mädchen spricht Französisch, spielt Klavier, tanzt, singt und strickt. Und spielt Komödie. Und sollte das ein Verbrechen sein? Wo steckt sie denn? Tränen vor Ungeduld zu sehen, die sich das liebe Kind von damals in ihren Mädchenjahren herangebildet hat. Ja, Emma wird wohl noch auf der Probe sein. Was probiert sie? Der Tyrann von Padua. Wer ist das?
Held und Titelrolle des Stückes, das Dilettanten morgen zu einem wohltätigen Zweck... Wohl der Teufel, die Dilettanten und ihre Wohltätigkeit. Sie hätten das mit äußerster Strenge verhindern müssen. Also ich bin gewöhnt, ein 19-jähriges Mädchen wie Emma nicht als Kerkermeisterin zu behandeln, sondern als Freundin. Der kaum merkliche Altersunterschied zweier jugendlicher Seelen. Na, wie geschieht Ihnen denn? Übrigens, wenn Sie quasi so dagegen sind, dass Ihre Mündel die Rolle der jugendlichen Heldin spielt, so wird sich schon jemand anderer dafür finden. Ja, wird sich finden müssen, denn ich gedenke, Emma heute noch mit mir fortzunehmen. Ah, ja, das trifft sich eigentlich ganz gut, da ich mich ja bald zu vermählen gedenke. Und? Wer? Sie, werte Anverwandte? Ah! Herr von Finster! Und wer ist der unglaublich glückliche, habe ich sagen wollen? Sein Jüngling. Ein Genie. Oh, das Genie. Herr von Finster! Nur, ich meine ja nur, weil Genies selten Kapitalisten sind. Fort mit irdischen Berechnungen. Nur des Herzens stimmen wir das entscheiden. Ja, ganz nach Belieben, aber bei meiner Mündel entscheide ich. Wenn sie aber den von Ihnen bestimmten nicht lieben kann. Na, für eine Franzerei. Es ist mein Neffe, der gesetzliche Erbe meines Vermögens. Damit die Emma nicht leer ausgeht, muss aus den beiden ein Paar werden. Die Liebe kommt dann schon nach der Hochzeit. Ja, so wie der Appetit beim Essen. Apropos, ich werde eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Wenn ich zurückkomme, wünsche ich die Emma Reise fertig zu finden. Denn hier, der Hauptmann, seit meine Seele getot ist. Ich bitte Sie nicht da hinaus, da ist abgeschlossen. Das ist ein Zimmer mit separiertem Eingang, welches ich vermietet habe. An wen? An einen hiesigen Schauspieler. An einen Niemerer? So will ich doch wenigstens hoffen, dass es der Heldenvater dieser Truppe ist, ein würdiger Greis. Wie alt ist der? Oh, er ist 5 Jahre älter als Don Carlos, wie er noch nichts für die Unsterblichkeit getan hat. Also, jetzt wird's mir aber bald zu bunt. Heißt das Mündelhüten, wenn man sich Komödienliebhaber als Zimmerherrn ins Haus nimmt? Und besorgt. Herr Arthur liebt eine ganz andere. Eine ganz und gar andere. Ja, und wer ist diese andere ganz? Ich selbst. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Also ich begreife nicht. Sie müssen doch einziehen. Freund, darf ich heute mit Ihnen kaufen? Meine Wirtin hat mich jetzt auch noch rausgeworfen. Mein Rat ist, suche dir das hiesige Engagement zu erhalten. Es ist mir zuwider bei diesem Genieunterdrücker von Direktor, diesem Schauspieler Haut über die Ohrenzieher. Er bütt sich ein Ich gefreu nicht. Und manchmal frage ich mich, warum ich den Koturn nicht schon längst mit dem Stiefelzieher der Verzweiflung vom Fuße gestreift habe. Arthur, du gehst doch jetzt mit deiner Geliebten in die weite Welt. Und da möchte ich halt gern im Bunde der Dritte sein. Oh. Schau, wenn ich Emma heirat, muss ich doch erst trachten, für sie und mich ein Engagement zu finden. Na, ist ja schon gut. Du bleib lieber hier und studier deinen Franz Mohr. Dass man so selten einen Freund findet, der einen als Dritten im Bunde brauchen kann. Ich hab ja noch nicht die Zweite, die meinem Herzen die Erste ist. So nahe dem Glücke. Nur durch eine Tür getrennt. Doch wie durch diese Tür gelangen? Du wolltest doch Freikarten für die Alte, eine Eintrittskarten bei der Jungen verschaffen. Richtig, die Freikarten. Oh, die habe ich jetzt beim Zigarrenkaufen liegen lassen. Geh, Pizlo. Hol sie mir. Was? Also manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich nur deshalb dein Freund, weil du keinen Bedienten hast. Es geht um Liebe und Tod. Ich gehe ja schon. Recht ein unglaublicher Mann. Dieser Finster. Was für ein Abstand zwischen ihm und meinem Herrn Arthur. Zur Hälfte muss ich mich ja schon von der Bühne herab in Emmas Herz hereinkokettiert haben. Ach, wenn er mir so von der Bühne herab diese Don Carlos-Blicke zuschleuderte. Aber leider, die Tante, der heute draußen auf dem Sitz neben mir, sperrte ihre Augen so wachsam auf. Er ist entweder ausgegangen oder... Wenn Emma nur öfter in das Zimmer kommt. Er ist zu Hause. Vielleicht ist mir der Zufall günstig. Ein Auge hat darüber geschaut. Er ist zu Hause. Schwarz und glühend, das kann nur Emma sein. Er sieht herüber.
Triumph! Und doch... Er seufzt für mich. Sie seufzt retour. Da gibt's was Höheres, als wenn die Geliebte so seufzt, dass man's ins nächste Zimmer hört. Ich werde unter einem schicklichen Vorwand ein Gespräch anknüpfen. Sie klopft. Herr Arthur! Oh, weh, diese Stimme! Ich bitte Sie! Gehört nicht zu dem Rock. Was wird denn heute Abend im Theater gespielt? Heute? Der Drache von Scheibs. Oh, charmant. Da werde ich auch dabei sein. Oh, gewiss. In der Titelrolle. Emma! Emma? Emma! Ist deine Probe schon zu Ende? Ich hoffe, du hast das junge Männervolk in den gehörigen Schranken gehalten. Na, die werden mir recht. Ach, diese Dilettanten spielen wie Amateure. Man weiß nicht, soll man lachen oder... Was ist Herr Arthur gegen diese Leute für ein Künstler? Sie ist es, ihre Stimme. Gestern kam er ans Fenster, wenn er noch heute wieder rausschauen möchte. Liebe Emma, hör zu. Ich habe wichtige Dinge mit dir zu reden. Was machst du denn da am Fenster? Nimm nur mein Buch zur Hand. Ich brauche aber deine ganze Aufmerksamkeit. Oh, ich kann am Fenster sehr gut aufmerken auf alles. Also, hör mich an. Ich bin hier. Ganz gut. Holder Engel. Oh, er hat mich gesehen. Wen hast du denn da gegrüßt? Niemand. Da ist ja wirklich niemand. Sag ich doch. Also, zur Sache. Wir müssen scheiden. Was mache ich jetzt? Du wirst abreisen. Abreisen? Herrliche Idee. Ich tue, als memoriert ich eine Rolle. Jeder würdige Freund deines verstorbenen Vaters, der bis jetzt für dich gesorgt hat und den du heute noch kennenlernen wirst. Ich liebe dich. Und mögen dich bewachen. Mit Argusaugen 100 Tantendrachen. Was hat er denn? Entführe ich dennoch dich. Und mein sollst du fürs ganze Leben sein. Er lernt eine Rolle auswendig. Verfolgte mich und dich. Du holdes Wesen. Die Alte reitend selbst auf einem Besen. Interessant. Aus welchem Stück ist das wohl? Der edlen Sprache nach wohl aus einem Klassiker. Sei grausam, nicht lass Holde dich erweichen. Denn du mich wieder liebst, gib mir ein Zeichen. Ach, diese Worte. Oh Gott, was soll ich tun? So sinnlich, so schön. Wenn du mich wieder liebst, gib mir ein Zeichen. An dieser Stelle muss sehr schwer zu memorieren sein. Wahrscheinlich. Gib mir ein Zeichen. Oder wär's möglich? Ein Zeichen. Ja, ja, so ist's. Dann meint mich. Ich schnitt es gern alle. Sie liebt mich. Du bist gewiss. Ja, ja. Er macht mir auf diese zarte Weise ein Geständnis seiner Reise. Ja, im Französischen ist gar nichts unwahrscheinlich.
Am sichersten wird das wohl Herr Arthur wissen. Ja, der soll entscheiden. Ich werde ihn gleich herüberrufen. Es erfasst mich bange Schüchternheit. Herr Arthur! Herr Arthur! Oh, man ruft mich! Sind Sie zu Hause? Womit kann ich dienen? Jetzt, wir bedürfen Ihres künstlerischen Rates. Würden Sie wohl ein wenig herüberkommen? Stehe sogleich zu Diensten. Ich komme über den Gang. Wozu die Umstände? Ich werde Ihnen die Verbindungstüre öffnen. Und ich entriege sie meinerseits. Da hast du deine Freikarten. Parterre-Sitz, die brauche ich nicht mehr. Und ich bin nicht mehr Parterre. Meines Glückes Tür ist offen. Ja, du bleib halt hier und lern deinen Schiller. Na gut, dann werde ich mich halt eine halbe Stunde räuberisch mit dem Moor befranzen. Meine Damen, ich mache mein Kompliment. Ich habe Sie herübergebeten, da ich statt Emma in der morgigen Dilettantenaufführung die Rolle der schönen Katharina übernehmen werde. Sie, meine Gnädige. Sie, liebe Tante. Sind das all die Henker des Menschen? Emma muss plötzlich abreisen. Abreisen? Ich folge ihr bis ans Ende der Welt. Nach Regensburg. Ja, das ist nicht ganz so weit. Doch dort haust mein Onkel. Ist das Arsenal des Todes als so bald erschöpft? Ja, und da hätte ich eine Frage. Eine schreckliche Sprache. Ein erschöpftes Arsenal. Da weiß ich noch nicht. Sagt Katharina zu Rudolf, ich liebe dich oder so? Ich liebe sie. Zu Beginn wohl nur, ich liebe sie. Dann aber bald, ich liebe dich. Und später, wenn einige Szenen vorüber sind, wir lieben uns. Die Krankheit brütet tolle, wunderliche Träume. Ihr Urteil ist mir maßgebend. Mich deucht, ich hätte ein königliches Mahl gehalten. Mich deucht ich nicht. Und was ist Ihre Meinung, mein Fräulein? Ich werde meine Meinung niemals ändern. Ich liebe dich. Ja, ich sage Ihnen, lieber Herr Arthur, ich habe einen unsterblichen Drang. Lass die Toten schlafen. Schauspielerin zu werden. Und das, Fräulein Emma? Oh, ich auch. Sie hat jedoch eine ganz andere Bestimmung. Ich wäre schon längst zum Theater gegangen, wenn man dort nicht als schutzloses Frauenzimmer immer solchen Schweinereien ausgesetzt wäre. So arg ist es nicht. Ach so? Oder hätten Sie ein Vorurteil gegen diesen Stand? Ich? Oh nein, 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 nicht im geringsten. Das sind die Zuckungen der sterbenden Natur. So red doch kein Mensch. Hätte ich einen genialen Plan. Widmen Sie sich beide, meine Damen, dieser Kunst. Das Fräulein Emma wird mit mir die jugendlichen Liebhaberinnen spielen. Na, und Sie werden das Mütterfach kostbar repräsentieren. Mein Herr! Mich ergötzt der Gerinn eines Weibes. Mit einem Wort, das Fräulein Emma wird eine bedeutende Künstlerin werden. Um deren Hand ich Sie inständigst bitte. Fürchterlich zischelt's um mich. Und Sie geben uns Ihren mütterlichen Segen. Meine mütterlichen Segen? Den großmütterlichen? Was sind Sie besessen? Euer banges Sterbegewinsel, euer schwarzgewürztes Gesicht. Mit der Ruhe verwirre ich mich. Aber sie liebt mich. Ich werde aber nie einen Komödianten heiraten. Aber sie sagt doch selbst, dass sie kein Vorurteil gegen diesen Stand hat. Ich sagte, dass ich die Komödie hasse, verachte. Und was für eine Frechheit von Ihnen, hier reinzudringen. Impertinent! Aber Sie haben mich doch selbst gerufen. Ich? Hast du es gehört, Emma? Ich? Jawohl, was rüttelst du mich, schreckliches Totengerippe? Sie ziehen sofort hier aus. Sie kommen jetzt. Nicht eine Minute vor dem Ersten. Und Emma... Und Emma reist heute noch ab. Ach. Ich reise ihr nach. Ach, da kommt er ja schon, der Herr vom Finster. Was? Und der wird Ihnen und dir den Kopf zurechtstutzen. Wer kommt? Der reiche Fabriksbesitzer, Herrn von Finster aus Regensburg. Mein Onkel. Emmas Beschützer. Ist Ihr Beschützer? Eichhörn schon im Hof? Er kommt, ich retiriere. Muss Sie verfahren. Raus jetzt, was ist das denn? Den Onkel gibt's. Ich werde das Weib töten müssen.
Komödie sein. Ganz recht. Ja, übrigens, grüß dich Gott, mein liebes Kind. Sie ist verliebt in einen Komödienakteur. Was? In einen Kasperl? Ist das wahr? Es tut mir leid, gleich im Vorhinein, dass das Missfallen meines Wohltäters auf mich zu lenken, aber... Arthur! Moment, war das nicht der, wo Sie sich einbildet haben, er ist in Ihnen verliebt? Ja, ganz recht, der freche Undankbare. Er ist es, den ich liebe! Na geh jetzt, Wenzi! Was tun wir jetzt? Essen gehen und schauen, was passiert. Arthur, hab ich ihm das Zimmer überlassen und 5 Gulden! Während andere Zimmer in Achte. Ja, das ist es ja eben. Sie sind ja mit schlechtem Beispiel vorgegangen. Was, ich? Ja, natürlich. Wenn so ein armes, unschuldiges Geschöpf sieht, wie so eine alte, überwurzelte Person sich... Ich verbitte mir diese Anzüglichkeit. Nehmen Sie das Mädchen nur mit fort. Ich ziehe meine Hand ab von ihr. Von mir aus hüten Sie sie. Verheiraten Sie sie. Oder heiraten Sie sie selbst. Mir gleich viel. Jetzt ist mir alles klar. Der Onkel hat Emma für sich erziehen lassen. Er spitzt selbst auf sie. Herr Traumarant, was tun Sie denn da? Nein! Ich hasse Schauspieler! Ja, da muss gehandelt werden. Aber zuerst muss gegessen werden. Die Nachwelt stopft dem Mimen keine Blumsen. Komm, mein Kind, setz dich einmal her. Schau, vielleicht liebst du ihn ja nur oberflächlich. Oder liebst du ihn gar bedeutend? Nein, das darf nicht sein. Schau, ich bin derjenige, der dich erziehen hat lassen und der dich jetzt glücklich machen will. Puh, er will mich? Wer will sie? Wer will was? Mein Dank. Meine Verehrung sei Ihnen geweiht. Mein Herz jedoch. Das darf doch nicht für so einen hergelaufenen Grimassenschneider schlagen. Ich hab ein Recht. Fordern Sie alles, nur dieses eine nicht. Abblitzt dieser Name, der Steiger. Aha! Da locht einer hoch. Also ist er Zoss, der saubere Herr. Oder will ich doch gleich einmal mit ihm reden? Ich werde ihn schon imponieren. Mit meiner Autorität. Im Himmel, Herr Gott, Herr Wilhelm. Mein Herr, sind Sie Zoss oder sind Sie nicht Zoss? Witzel, du musst jetzt meine Person vorstellen und feierlich den Mädchen entsagen. Entsagen? Nicht trotzen, verharren, buckbeinisieren. Ich meine, was ist meine Motivation? Nicht denken, noch. Du behandelst mich schon wieder so sklavisch. Mach dir nichts draus. Ich werde auch die ganze Selbstachtung verlieren. Ja, und ich werde indessen Emma in meinen Plan einmalen. Mein Herr, öffnen Sie! Lass ihn herein und raffe deine Pfiffigkeitsreste. Ah! Mein Herr! Ist es gefällig? Mein Herr! Wer sind Sie? Wer noch? Wer tun Sie sein? Oder nicht sein? Sebastian Finster, Fabrikant, Kapitalist. Ah, wünschen Sie vielleicht Kapitalien bei mir zu platzieren? Ihnen. Er misst mich. Ich komme als Vormund von Emma, um... Um eine Rechnung zu legen über das Vermögen ihrer von mir geliebten Mündel. Ihnen? Er misst mich abermals. Einem hergelaufenen... Herr, Sie messen mich bereits zum 3. Male. Ich dulde keine persönliche Geometrie. Also das... Sie verriegeln die Tür, was? Wer hieß dich die Höhle des Löwen betreten? Mit dem bin ich nicht gern allein. Sie wollen mich einschüchtern, erschrecken. Schrecken! Nichts widersteht dieses Giganten eiskalter Umarmung. Seien Sie doch vernünftig. Vernünftig, da kommen Sie bei mir in den Vorschlag. Ich bin doch sehr unglücklich. Ich suche doch nur den Herrn Arthur. Sie haben die Ehre, mich zu erkennen. Hier meine Karte. Hat der erste Reihe? Meine Pfarreikarte. Also, Sie wären also der Herr Arthur? Und das schröckt dich hartes Herz? Ja, Sie machen einen Spaß. Einen Spaß? Ich, eines der ernsthaftesten Mitglieder des hiesigen Musentempels? Die Emma muss entweder blind sein
oder verblödet. Herr, noch einmal, was beaugapfeln Sie mich so penetrant? Also meine Mündel, Emma ist also verliebt, ja? In Ihnen? Gewaltig! Und abends, wenn Sie Komödie spielen, schaut es dann auch so aus? Auf dem Theater schaut jeder besser aus als so. Namentlich ich mache bei schlechter Beleuchtung eine besonders gute Figur. Kaum zu glauben. Ich soll die Frau dieses alten Mannes werden aus purer Dankbarkeit. Und doch, ich habe einen Vorschlag. Lassen Sie hören. Es kann sich bei Emma nur um eine vorübergehende Verblendung handeln. Es ist eine durchgehende Verblendung mit Sturm und Drang und allem. Aha. Na jedenfalls, ich proponiere Ihnen ein Honorar. Von Bedenken Sie, was es heißt, wenn ein Jüngling ein geliebtes Bild aus seinem Herzen reißen muss. Auf ein paar Gulden soll es mir nicht ankommen. Unter 200 Gulden ist gar kein Ring. 150 Gulden? 100? Gut. Sie sollen Ihre 100 Gulden haben, aber nur, wenn Sie da immer eins sagen. Und zwar gänzlich und also gleich. Ja, aber freilich, wozu eine Herumtrenzerei? Und auf ewig. Wenn ich einmal eins sage, dann gleich recht oder gar nicht. Und schriftlich. Typografisch. Also gut, schreib's. Bitte, Emma. Oh mein Gott. Ich bin's. Wie haben Sie mich erschreckt? Ich bleibe nur eine Minute, um Ihnen zu sagen. Reisen Sie scheinbar gutmütig mit Ihrem Vormund ab und bewegen Sie ihn in Braunau. In Braunau Nachtquartier zu nehmen. Dort heiraten wir uns gleich über der Grenze das ganze Leben. Ich folge Ihnen, nur befreien Sie mich. Baue auf mich und auf Schiller, welcher sagt, uns führt ein kühner Schritt zum Traualtar. Und rauf der Vormund sich auf seine Haare. Ja, sind Sie bald fertig. So, bitte sehr. Endes Gefertigter erklärt hiermit, dass er Emma Busch nie wahrhaft geliebt, sondern nur per Jux und Tollerei gefoppet habe und dass es ihm nie in den Sinn gekommen sei, oben bemeldete Emma Busch heizuraten. Seltsamer Stil. Gern des Gern. Unterschreiben! Legen Sie mir noch 20 Gulden drauf und so schreibe ich dazu, dass ich bereits verheiratet bin und Weib und Kind habe im Elend sitzen lassen. Das ist gut. Ja, schreib's. Hier sind Ihre 20 Gulden. Ich glaube, so muss es noch mehr wirken, weil ich zugleich als falscher Betrüger erscheine. Na, freilich. Sie muss sich schämen, mich je geliebt zu haben. Ja, einen hergelaufenen... Pfui Teufel, ja, das ist das Wahre. Ja. So, bitte sehr. So, und schreiben? Ja, super. Das da. Ja. Emma! Eins noch! Schon lange möchte ich dem Schauspielerstand entfliehen, der sich mit meinen ethischen Grundsätzen überhaupt nicht mehr verträgt. Was ist das? Mich drängt, seinen Vater zu versöhnen, der mir dem Theater abholt. Seit 8 Jahren in einem Fortflug. Ja, sehen Sie. Sehen Sie, was das ist? Ich habe eine Mutter, eine Fabrikantentochter, die 1000 Tränen weint, weil ich den ihr verhassten Komödiantenstand ergriffen. Eine Fabrikantentochter? Weint? Ihnen muss geholfen werden. Hier haben Sie noch 20 Minuten. Und ich habe eine lungenkranke Schwester, die langsam dem Grabe zuwägt, weil ihr Geliebter keinen Schauspieler zum Schwager will. Sehen Sie, das geschieht, wenn ein junger Mensch zum Theater geht. Und ich habe eine blinde Muhme, welche sich auf ein Wiedersehen freut. Also jetzt reicht's. Sie reisen auf der Stelle ab, aber auf keinen Fall nach Regensburg. Oh nein, dahin um keinen Preis. Bitte, warum? Denn jener Weg führt zu den Toten. Habe die Ehre. Emma, schau. Hier. Erstens, lies das und erhöhte bis zum dunkelsten Purpur. Zweitens, Mädel, wo hast du deine Augen gehabt? Hier, lies das und erkenne diesen Menschen. Sowas hast du geliebt. Ist meine Garderobe eingepackt? Hier ist unser beidseitiges ganzes Gepäck. Und hier unser Reisegeld. Geld!
Wie kommen wir zu Geld? Der Onkel hat Arthurs Entsagungen mit dieser Summe aufgewogen. Ja, das ist also meines. Wollt Freund, meins ist auch. Unser Beider versteht sich. Aber da fällt mir ein, ich habe Emma gar nicht auf die Entsagung vorbereitet. Am Ende glaubt sie wirklich. Das ist unmöglich. Und doch schwarz auf weiß. Die Schrift ist eine Fälschung. Das kann Arthur gar nicht geschrieben haben. Heuler Engel. Das ist Betrug. Ja, typisch arthurischer Betrug. Aber wir werden gleich den Beweis erbringen. Einen Moment. Herr Arthur? Welcher von uns beiden Arthuren soll es antworten? Auf jeden Fall du. Was gibt's denn? Was wollen Sie vielleicht noch? Würden Sie bitte noch einmal öffnen? Die Närrin glaubt nicht, was Sie geschrieben haben. Sagen Sie es ihr doch noch einmal ins Gesicht. Nicht mir ins Gesicht! Mit unserer Liebe ist's nun aus. Sie brach in tausend Scherben. Aber das ist ja... Denn ich hab Weib und Kind zu Hause, die ohne mich verderben. Siehst du, mein Kind, siehst du jetzt endlich ein, was das für ein Mensch ist? Ja, Herr Vormund, jetzt folge ich Ihnen, wohin Sie wollen. Ja, ja, komm, mein Kind. Ein Kuss zum Abschied. Was? Emma! Nein. Emma! Da Emma! 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 Für Steyr reicht's. Dann auf nach Braunau. Auf nach Braunau! Darf es sich mit niemandem verscherzen, drum liegt mir jeder Gast ganz gleich nah am Herzen. Wer seine Rechnung zahlt, ganz gleich, ob nur
alt, ob er ein Fremder ist, von mir aus ein Tourist oder ein Heimatfreund, der es doch nur gut meint, wenn er die Fremden hasst. Mir ist ein jeder immer recht als Gast, ja, 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 ja. Als Wirt hier im Braunau ist man stets neutral und verdient kolossal und verdient kolossal. Ob tief, schwarz oder braun, bei mir sitzt alles zusammen. Im Braunau im Wirtshaus zum Lamm. Im Braunau im Wirtshaus zum Lamm. Es fängt wirklich an, mir zuwider zu werden. Und was ist das eine? Mein Leben. Erwiderung! Die Kutsche! Ach, Sally! Erwiderung! Warte, Sally! Warte, Sally! Unsere Köchin, die kocht nicht grad genialisch. Manches Essen, das misslingt ihr infernalisch. Sie steht allein am Herd, arbeitet wie ein Pferd. Doch manches Fantasie misslingt ihr jedes Menü. Nun, es ist, wie es ist, jeder der Zeit erfrisst. Mag's noch so scheußlich sein, ein gescheiter Hunger zwingt's ja trotzdem rein. Ja, 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 ja. Als Wirt hier in Braunau muss man umsichtig sein. Mein Geschäft mach ich mit Bier, mein Geschäft mach hier der Wein. Ein Wasser ins Bier und den Wein patsch mal zusammen. In Braunau im Wirtshaus zum Lamm. In Braunau im Wirtshaus zum Lamm. Herr Sauerfass, ja, Herr Sauerfass. Denn ins Gastzimmer herein zu Gast. Ja, aber ich wollte ja nur die Maxi sagen. In jeder Gastwirtschaft und die Seele muss ein unsichtbarer Gegenstand sein, also ab mit dir in den Kuchen! Ja, aber ich wollte nur... Nein, Mann, wie immer! Sally. Ja, Schorsch. Ich. Babse, Sally! Könnten Sie einen Augenblick in den Kuchen kommen? Geh gleich, ich hab noch eine Rinderhand voll zu tun. Himmlische Sally. Schorsch. Ich. Babse, Sally! Es ist aber wirklich wichtig! Ich geh kassieren. Wir sind jetzt nämlich die Kasse. Ich guck gleich! Yes. Sally, was hast du? Schorsch. Ich weiß wirklich nicht, was draus werden wird. Aus was? Aus was? Wie kannst du nur so fragen? Gibt's was anderes auf der Welt als unsere Liebe? Es gibt noch ganz was anderes. Unsere Heirat. Gestern hat der Vater gesagt, dass ich... Hat er was gemerkt? Keine Spur. Dann ist ja gut. Aber er hat gesagt, Sally, du wirst jetzt bald müssen zum Heiraten schauen. Ja, Sally, dann schauen wir dazu. Wenn nur der Vater nicht schon jemand anderen für mich bestimmt hat. Merci, Sally! Was denn? Jetzt habe ich die Durten verteilt. Dann muss halt eine frische gemacht werden. Die wird mir dann aber auch wieder zu Grund gehen. Ich komm gleich, ich hab noch zu tun. Oh.
Ich bin auf alles vorbereitet. Ursprünglich komme ich ja nicht aus Braunau. Was? Ursprünglich komme ich aus Indien. Aus Indien. Spruck. Aus Innsbruck? Ja, Innsbruck. Und von dort her habe ich mir schon alles verschafft, was man zum Heiraten am Papierum benötigt. Sally. Sally, es hängt nur mehr von dir ab. Mamsi, Sally, ist da der Brenner? Ja, gleich, ich hab noch zu tun. Na, die Kuchen brennt! Die Kuchen! Schnell, schnell! Ja, Herr Prinzipal. Alles in Ordnung? Sehr wohl, Herr Prinzipal. George! Ja, Herr Prinzipal. George, du bist ein unbezahlbarer Bursch. Danke, Herr Prinzipal. Nun wird dir mit Nächsten überhaupt kein Lohn mehr geben. Die Schmeichelhaftigkeit der Anerkennung ist der Stolz der werktätigen Klasse. Und gebildet ist er auch? Was will man mehr? Herr Sauerfall. Ja! Ich, Schorsch. Ich gehe dann mal kassieren. Prächtiger Bursch, der Schorsch. Er ist so gut zu mir. Und nicht um einen einzigen Kreuzer betrügt er mich. Und meine verfluchte Schuchtermann. Ja, ich war ja früher auch mal ein Kellner und schon in meiner frühesten Jugend ein ehrlicher Mensch. Aber großer wie der Schorsch. Es geht ja schon völlig ins Lächerliche. Edward! Ja, Edward! Sally? Sally! Seid schon wieder beieinander, alle zwei? Ich hab noch für die Köche. Da drinnen, der Herr hat vergessen, dass hier drinnen ein Zufall. Zufall? Ja, so ein Deichsels Zufall aber auch. Ah, jetzt ist mir das Wasser auch noch abbringen. Wo werde ich noch hin? In die Kuche. Was wird's denn jetzt so rot, alle zwei? Habt's was auf dem Herzen? Hm? Heraus damit! Schorsch, reden Sie! Sally, sagen Sie auch was! Ich kann nicht zuerst! Wir lieben uns alle zwei! Von ganzem Herzen! Dass wir völlig nicht mehr leben können ohne einander! Naja, Schorsch! Du bist ein prächtiger Bursch, ein fleißiger, ein rarer Schorsch. Könntest ja vielleicht auch einmal ein Wirt werden. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Der Wirt ohne Wirtin, das ist nichts. Aber was ist denn mit der Sally? Wirst ja vielleicht auch mal aufs Heiraten schauen. Einmal muss es ja sein. Ich weiß gar nicht, wie du mir vorkommst. Vater, liebster Vater, hab ich euch erwischt? Ich! Ich bin schuldenfreier Wirt, unumschränkter Herrscher dieses Hauses. Sie ist die dirigierende Wirtstochter und er ein dahergelaufener... Vater! Kellner! Ein dienender Beißelknecht und er wagt es, meine Tochter... Ich bin unglücklich! Unglücklich heißt du es verdienst. Du wirst den jungen Maus Huber heiraten. Was? Wen? Den Eugen Maus Huber, sein Sohn. Eine prächtige Partie. Sein Vater kauft ihm ein Hotel in Wien mit 100 Zimmer auf die Gossen, die auf dem Hof waren zu rechnen. Aber Vater, ich... Kein Wort mehr, ab mit dir in die Kuchel. Und unter Todesstraf kommst du mit dem Schorsch nochmal in die Nähe. Und du! Kühner Blickerheber. Du gehst jetzt einmal in dich. Und dann zu den Gästen. Komm jetzt! Ich bin heute einer, der alles herausfindet. Eigentlich schaut um mich. Aber was soll ich denn aus einem werden, der aus Braunau kommt? Ja, Mann! Sally! 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 Sally!
ist ein Valor! Das konnte dem Vater nicht verzeihen. Es ist notwendig, dass wir auch etwas tun, das er uns nicht verzeihen kann. Ich fürchte mich gar so sehr. Was könnten das sein? Sally, meine Papiere sind in Ordnung. Pass, Taufschein, Heiratskonsens. Ich entfuhre dich. Wir gehen auf und davon und sind ein glückliches Paar. Nein, George, nein. Das kann ich meinem Vater nicht antun. Und ich bitte Sie, machen Sie mir keinen solchen Vorschlag, nicht, wann ich an der Liebe halten soll. Aber eines schwöre ich Ihnen. Ich werde den Maus Huber niemals heiraten. Das sei Ihnen einstweilen genug. Für einstweilen, aber auf die Dauer ist es ja doch so viel als wie nichts. Ella, Kalla, komm gleich! Das Kellnervolk ist gepinkelt. Ohne uns anzuschauen hat er gesehen, dass nichts mehr herausspringt bei uns. Als ob er wüsste, was ich verspielt habe in vergangener Nacht. Dass ein vernünftiger Mensch abreisen, beim Kortenspielen unseren letzten Kreuzer riskiert. Willst du mir jetzt Vorwürfe machen? Ist das der Dank? Wenn mein redliches, unermüdetes Streben, unsere 120 Gulden zu verzehnfachen? Eine saubere Verzehnfachung. Du hättest lieber, dass wir was zum Essen kriegen. Ja, daran hat sie mein Wirtshaus noch nie gefehlt. Hey, Kellner! Ja, Anschaft ist schnör mal. Aber wenn es dann zum Zahlen kommt, dann soll er sich halt an unsere Habseligkeiten halten. Was haben wir denn für Seligkeiten? Ja, schau mal halt. Eine blonde Perücke. Der Handschuh. Götz von Berlichingen. Ja! Armer Jorik. Ja, ein Reitersporn mit wahrscheinlicher Vergoldung. Also auch nichts zum Versübern. Naja, je weniger da ist, desto mehr kann noch kommen. Nämlich? Ein brillantes Engagement für mich am legendären Hofburgtheater mit 10 Monats Spielprämie. Davon bezahlen wir. Sei mir kurz still, ich riech was. Rieche Bäuschen mit Knödeln. Da muss die Kugel sein. Ah, die Tür öffnet sich. Die Bäuschenbereiterin erscheint. Zwei reisende Fremde. Ein Weinbäuschel. Buongiorno, benissima Madonna. Amabilissima Virtinella di questo hotel. Virtinella? Na, die Wirtstochter bin ich. Scusi, Eccellenza. Non volete che cosa mangiare? Ah, sì, sì, sì. Bestellare. Allora, bestello subito un bratanello di lungo. Sì. E anche schnitzelini con piccolo erdäpfelini. Sì. E come si chiama questa mancia rusticana? A Knödelini. A Knödelini con Xeltes. A Xelfo. Signorina, credetemi, io non sono un schmeichlerero o popatore. Ma voi siete la mandarina sauberissima del tutto questo nesto. Eccellenza. Taccio, taccio. Io sono incognito. Eccellenza l'italiana? Sì, sì, della patria di gelati e macaroni, della Napoli, al fusto di Vesuvio, Melone. Aber dass die Eccellenzen da so daherkommen. Il mio quando. Questo è un grundo molto triste. La mia carrozza caputa. Vostra rossa è caputa? No, 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 la mia... Ferrari testa rossa, bancrotto. Sì. Lasciato ritorno i miei servitori. Ma so ein bellischer Eccellenz, er hat schon wirklich was Nobles. Non posso resistere più. Mi devo abbracciare. Ma baciare. Baciare, ja. Ma ist schon angeschafft. Ich muss nur noch in der Küche sagen.
hier? Es ist ja der Kellner aus Innsbruck, dem ich noch 34 Gulden 18 Kreuzer schuldig bin. Dieser Herr ist ein Herr, den ich kenne. Ein Herr, den ich kurios kenne. Entschuldigen Sie bitte. Was wollen Sie von mir? Ja, ja, wir sind es schon. Comment? Wir haben so nicht. Die Stops, die Stops. Den Petit Elefant. Ich habe die Ehre gehabt in Innsbruck. Innsbruck? Innsbruck. Das ist der Ort, an dem Sie noch sehr gut Deutsch sprechen konnten und zu mir gesagt haben, George, jetzt habe ich George, kein Geld, aber... Ich nicht weiß von einem George. Machen Sie keine Faxen, hören Sie. Wenn Sie mir so kommen, dann... Nein, ist ja schon gut, lieber George. Mach doch kein Spektakel. Ich bin schon der Arthur, den du kreditiert hast. Und der euch dazu zahlen auf und davon ist. Schau, es gibt zwei Wege, wie du zu deinem Geld kommen kannst. Einen Dornen vollen, das ist der, wenn du meine Garderobe fändest. Bitte was? Der andere aber ist ein Rosenpfad. Rosenpfad? Und wie ist dieser Rosenpfad zu wandeln? Ich wandle. Du wartest. Wie lange? Du hast keinen Begriff von der Kunsthöhe, die ich in längstens 7 Vierteljahren erreichen werde. Da kriege ich an einem enormen Hoftheater ein horrendes Engagement mit entsetzlichem Vorschuss. Davon bezahle ich dich. Das wäre wohl schön, aber was machen Sie dann hier in Braunau? Ich habe einen Freund gesucht. Einen Freund, der mir Geld vorstrecken sollte. Da hätten Sie mich ja gleich bezahlen können. Aber nein, lieber Schorsch, das Geld hätte ich ja gebraucht, um meine Geliebte zu entführen. Geliebte? Entfuhren? Geliebte entfuhren! Was ist das? Heimweh. Liebst du etwa auch? Ja, freilich und wie? Ja, und bist getrennt von ihr. Aber nein! Ich stunde doch als Gegner auf einem erhabeneren Standpunkt als hier in diesem Provinzwirtshaus dritten Ranges. Wenn mir die hiesige Wirtstochter nicht das Herz geraubt hätte. Gibt es hier mehrere Wirtstöchter? Nein! Ja, die, mit der Sie geschwätzt haben! Du möchtest sie entführen. Oh Gott, wenn das nur möglich wäre. Lieber Schorsch, wenn ich schon einmal zu einer Entführung da bin, entführe ich die deine direkt mit. Die eine auf oder ab. Ich bin sehr mutig, aber die meinige will ja nicht entführt werden. Sie hat zu viel kindlichen Gehorsam in sie. Mach ihr Angst. Sag ihr, ihr Vater wolle sie mit einem anderen verheiraten. Einem abscheulichen Menschen. Das ist die Wirklichkeit. Der junge Maus Huber. Sein alter Herr kauft ihm ein großes Hotel in Wien. Er wird alle Stunde hier erwartet. Er wird die Sally heiraten und mir. Mir bleibt nur noch die Wahl zwischen Wahnsinn und Selbstmord. Aber verzweifle nicht. Gieß einen Pfiff Hoffnung in die 10 Maß pitchen deiner Verzweiflung. Die Sache soll eine andere Wendung nehmen. Kennt dein Herr den jungen Maushuber? Nein, keiner hier kennt den jungen Maushuber. Ich kenne den jungen Maushuber. Was? Er ist dem alten Maushuber sein Sohn. Dann ist ja alles in Ordnung. Bis auf die Nachspeise, die noch nicht bestellt hat. Zuerst wird der junge Maushuber aus dem Herzen des Vaters gesprengt. Und wird das Herz der Tochter unmöglich gemacht. Und dann wird hier in das Vaterherz hineingeholfen. Oh Gott, wenn das nur möglich wäre. Von diesem Moment an sind wir beide uns völlig unbekannt. Poste? Ja, ja. Ah, apropos, wie heißt dein Wirt? Sauerpass. Gut. Exzellenz. Also das ist also das Hotel Sauerpass. Essen. Geben Sie es mir. Also Sauerpass Hotel. Eigentlich mehr Dorfwirtshaus. Der Bauernbumsen. Naja, der Wirt von da, also der Beiselwirt, soll der Schwiegerpapa werden von mir. Künftigen Großhotelisten in Wien. Und das ist also die Tochter. Naja, das passt schon alles zusammen. Unbedeutende Personage, nichts dran, es ist ein Ödfahrt, wo ich schon da gewesen.
Ja, wie redet denn der vornehme Herr auf einmal? Na, als dann, Sie sind die Braut. Aber nicht von Ihnen, Exzellenz. Ja, 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 Exzellenz. Ich hab mich Ihnen als einen vornehmen Italiener ausgeben und Ihnen ein paar Blasen gesagt. Sie ist sauber, Cäsar, Sie. Was? Wer Cäsar, reden Sie jetzt mit mir? Ich bin der junge Maus Huber. Sie sind? Er? Der Braten Maus Huber, sind so. Und Sie haben gar nichts denken dürfen als an mich. Ihren bestimmten zukünftigen, weil er dessen gegenwärtiger Italiener Eindruck macht auf Ihnen, während Sie längst vergangenen Kellner-Techtelmechtel haben. Das ist erlogen! Was? Aber wenigstens das mit dem Italiener. Glauben Sie etwa, ich kränke mich? Um Ihnen? Da weiß vielleicht gar so eine Schönheit sein. Na, Papö, alles am Dorf ist. Sie sind ein. Ich mag's gar nicht sagen! Sind Sie als designierter Bräutigam? Könnte ich Sie noch Gusto umarmen? Das weiß ich nicht. Ich hätte die Lust, Ihnen zu küssen. Aber wozu ist es badöd, weil ich schon da bin? Schorsch, nehmen Sie sich auch noch mit! Ja. Mein Herr, dieses Mädchen! Was redet denn? Was redet denn? Wer glaubt, dass er ist? Ich bin das, was Sie sind! Lächerlicher Bursch! Sie sind ein Wirtsohn, das ist auch nicht viel mehr als ein Kenner. Zwischen ihm und mir ist ein Unterschied wie zwischen einem Paradeiser und dem Abendrot. Aber weißt du was? Kalt, dass ich halt seine Landpomeranzen. Entsetzlich! Pomeranzen hat er gesagt! Zuerst Cäsar, nachher Pomeranzen. Ich bin ganz grün und gelb vor die Augen. Schorsch! Nein, nein, nein. Ich bin Trollus. Oh Gott, aber wenn Sie gehört hätten, was der alles gesagt hat zu mir. Wer denn, was denn? Na, der da. Sie. Der junge Maus Huber. Sie sind der junge Maus Huber. Ja, ganz das alte Maus Huber schäben, bitte. Na, wer sind Sie? Ich bin, lieber junge Maus Huber, ich bin's, Ihr zukünftiger Schwiegerpapa! Herr Sauer! Ich jetzt, Herr. Na, was will er von mir? Zuallererst umarmen. Na, weiter, kein Theater! Hat er wahrscheinlich was Schlechtes gegessen auf dem Weg hierher? Schnell alles zusammen. Na, machen Sie mal keine Umstände aus. Ein bisschen ein Bildlachs, ein paar Austern, Kaviar, dazu Champagner, Sherry, Bordeaux. Da habt ihr's nicht. Ein Butter hätten wir und ein Bratwürstchen und ein Sauerkraut. Na, damit sowas können Sie mal gleich stolz bleiben. Ja. Na, aber damit wir geschwind ins Reine kommen, ich soll Ihre Tochter heiraten. Ja, aber doch nicht schon vor der Jausen. Das hat sich ja unbändiges Geld zahnbanscht, hat mir mein Papa gesagt. Na, und wenn das wahr ist und nicht bloß Windmacherei, dann noch ein heirat ich seit meinetwegen, obwohl er nicht extra viel traut ist an dem Mädel. Was? Diesen Mädel wollen Sie die Schönheit absprechen? Sie ist das Kind, das ich mir selber aus dem Gesicht gerissen habe und sie soll keine Schönheit sein? Ja, weiter, kein Theater, ja. Also was kriegt sie? 50.000, 60.000? Na hören Sie, Sie reden kurios, sie kriegt, was sie kriegt und damit Punkt um. Ach so? Am Ende gehört das Haus gar nicht uns. Da werden wir ein bisschen im Grundbuch nachschauen, wie hoch es geschätzt ist, wie viele Schulden drauf sind. Also, was freut Ihnen ein, mein Vermögen zu fermentieren? Das Mädel kriegt außer der Mitgift keinen Knopf, bis ich einmal stirb. Ja, und wann glauben Sie, dass dieser voll eintreten wird? Ja, Grundsektürken. Ja, schauen Sie mal, Sie sind so um die 60, ne? Schon gut aus. Also, es ist ja da ungewisse Sache. Also wirklich, jetzt reicht's mal langsam. Jetzt können Sie Ihrem Vater sagen, wenn er keinen anderen Sohn hat als Sie, einen solchen wie Ihnen, hätte er mir gar nicht zu schicken braucht. Das wäre das. Vertragsbruch. Kastenrechtsverletzung. Na, das kostet mindestens 50.000 Schadenersatz, ja. Herr Doktor, was ist das für ein Paragraph? Paragraph 218. Was? Absatz 0815. Hörst du, Wirt? Weißt du, dass ich dir mit meinem Advokaten hier dein Gasthaus herabreißen und dir die Trümmer nachwerfen könnte, dass du unstet von Wirtshaus nach Wirtshaus fließt? Aber. Man mache das Extrazimmer für mich und den Herrn Doktor frei. Man bringe den Spritzwein und der Wirt höchstpersönlich ein. Und legt man in tiefster Hochachtung Speiszettel vor. Was ist
keine anderen Geld. Für Maus Huber werden wir in der Dorfdruck mal weichen müssen. Da warten Sie, bis der Vater aus Wien ein Machtwort spricht. Hat sich der Vater jetzt überzeugt? Niemand auch vom Schorsch meint ehrlich und pur. Weder der Schorsch, noch der junge Maus Huber. So lautet mein Ultimatissimo. Das da ist doch das Gasthaus von Herrn Sauerpass. Ja, was steht zu Diensten? Mit Herrn Sauerpass möchte ich sprechen. Das bin ich. Da, also, das ist schön. Grüß ihn vielmals von mir, hat mein Vater gesagt, und umarm ihn anstatt meiner. Moment, bitte, wer sind Sie denn? Na, no, das sehen Sie nicht gleich auf den ersten Blick. Ja, wo ist denn Ihre liebe Sali? Schau mal, ob sie es nicht gleich errot. Ah, also wirklich jetzt schön. Also das ist wirklich zu viel. Reizende Sali, sagt Ihnen Ihr Herz nichts? Klopft's nicht heftiger bei meinem Anblick? Ich könnt's wirklich nicht sagen. Also jetzt heraus mit der Sprache, wer sind Sie denn? Na, dass ich Ihnen nicht länger leiden muss. Ich bin der junge Masuba. Maushuber? Ja, freilich bin ich. Sie wollten Maushuber sein, so. Also, wir haben mit einem Maushuber schon genug. Wir brauchen auch Ehre, keinen zweiten. Wer ist denn ein zweiter? Da. Aber ich bin doch der durchaus Erstgeborene und gänzlich einzige Sohn. Sei ruhig, Freundal. Es ist nicht mehr nötig, dass du dich hier für mich ausgibst. Wer gibt sich aus? Die Intrige ist überflüssig. Obwohl ich dir für deine Bereitwilligkeit sehr verbunden bin. Ja, tausend Sachen. Ruhig, Arthur, ruhig, Arthur. Sehen Sie, Herr von Maushuber, so ist er, der Arthur. Wenn der einmal in der Rolle ist, dann lasst er nicht mehr nach. Was will dieser Mensch? Ja, aber hörst du nicht? Es war verabredet, dass du dich gegen uns fremdstellen sollst. Wenn man dir schon sagt, die Komödie ist vorbei, ist überhaupt nicht mehr nötig. Was strapazierst dich dann danach? Ich hab meine Zukünftige überprüfen wollen. Hey, Ihnen gibt's keine Zukünftige mehr da. Also Ex-Zukünftige. Dieser junge Mann namens Arthur ist ein ausgezeichneter Schauspieler. Was? Er hätte der Mamsell Tochter ihr Herz auf die Probe stellen sollen. Das war der Plan. Ja, von gestern. Aber heute ist mir die bessere Idee gekommen, mich selbst als einen vornehmen Italiener vorzustellen. Also wenn ich Ihnen schwöre, es ist jedes Wort erlogen. Ja, da liegen doch die Beweise deines Standes. Er hat mich angeregt, dass ich ihm seine Sachen mitbringen soll. Sein Koffer. Eine blonde Perücke. Ein Totenschädel. Ein Ritterhandschuh. Und die Perücke, ja, die setzt er auf, wenn er besonders liebenswürdig sein will, ja. Sehen Sie, fertig ist das Ungeheuer. Na, das hat mir gerade noch gefehlt. Bringt er mir die Komödianten ins Haus? Aber ich bin ja keiner. Ja, du Dickschädel, du! Zwingst du mich echt zum extremsten Beweis zu schreiben? Hast du mir nicht gesagt, dass du nicht gern in dieses Wirtshaus hier gehst, weil du dem Kellner von da noch 34 Gulden 18 Kreuzer schuldig bist? Schorsch, schau dir den Menschen genau an. Ja. Ja, ganz richtig. Er ist es. Herr Arthur, zahlen Sie oder noch? 2000. Das waren alle Wiener so. Alle. Zahlen. Schauen wir Sie ihn an. Ein Kehler abziehen. Zahlen oder stopp. Hier herrscht ein allgemeiner Rausch. Ja, nein, wir machen das jetzt nicht. Der junge Maushuber will noch eine Flasche Wein. Dein Advokat will noch zweimal Intertorte. Dreimal Kompott und einmal eine große Käseplatte. Alles aufs Haus. Du bringst das überhaupt? Jawohl, Herr Prinzipal. Diesen grauslichen Menschen. Ja, was soll ich denn machen, wenn er gleich mit seinem Advokaten kommt? Aber wer wird sich wundern, wenn der alte Maushuber aus Wien ein Machtwort spricht? Ich hab dem alten Maushuber schon Bescheid gegeben. Ja, aber bis dahin. Das wird schon fressen. Er und sein Advokat. Alles nur kein Prozess.
ein doblicher Wagen fortfuhr. Wird doch nicht schon der alte Maus Huber sein. Ja, ein junges Fräulein steckt dort. Ah. Mit einem alten Herrn. Oh, das Abendgeschäft ist gerechnet. Wir postgerechnet. Hier stehen wir. Guten Abend. Wenn mir aber doch so unwohl ist, Herr Kurm. Weibergeschichten. Gnädige Herr. Meine Herren, die Herrschaften. Der Herr wird ja einen Tisch für zwei. Bitte sehr, hier Platz zu nehmen. Ja, doch nicht heraus und verschwinden. Ach, verstehe. Der gnädige Herr möchte mit dem jungen Fräulein allein sein. Für solche Zwecke haben wir immer unser Jägerstüber. Für was halten er mich? Das ist meine Mündel. Ja, natürlich, die Mündel. Bitte sehr. Eine Frechheit. Holen wir den Kellner. Wir kommen nach Speyer und müssen heute noch weiter nach Regensburg. Und wir haben Freie. Ja, das ja. Jetzt bitte sehr, Bier. Emma! Emma! Arthur, dein Onkel ist da. Wo bleibt denn die Nachspeise? Nachspeise kommt gleich. Kommt gleich was? Kommt gleich, Herr Doktor. Zweimal Hintergarten. Ah, wunderbar. Gebringen Sie dem Jungen was Huber? Auch zwei. Du sag einmal, Schorsch, wie ist denn die Köchin da so? Wie soll sie sein? Sie kocht. Ist wieder jede. Naja, einmal gelingt ihr eine Speise, das andere Mal verteilt sie. Ist wieder auch jede. Ich meine, hat sie einen Charmstar? Gefällt sie Ihnen denn? Ein Mann von Geschmack kann beim Anblick einer Köchin nie ganz unberührt bleiben. Gustos sind verschieden. Ja, ihr diskuriert sie ja ganz gemütlich. Und der Onkel ist da. Da drinnen im Jägerstuhl. Gebitzel, ich muss sie meine Disposition zur Entführung treffen. Wenn ich deinem Onkel nicht noch einmal 100 Gulden herausbrate, dann sind alle Dispositionen Hirngespinst. Wohl, ohne Geld ist alles umsonst. Jetzt hast du wieder was Dummes dahergeredet. Ohne Geld merkt man erst richtig, dass gar nichts umsonst ist. Aus dem Onkel kriegst du nichts mehr heraus. Ich brauche den Degout, den er von mir hat, wenn ich ihm abermals als vermeintlicher Arthur entgegentrete. Du hast ihm als Arthur schriftlich resigniert. Hast dein Wort gegeben, das musst du halten. Der Mensch kann nur das halten, was er hat. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Jetzt hat er es, nicht ich. Nein, deine Aufgabe ist aufzupassen. Und ich werde das am zweckmäßigsten aus der Kuppel observieren. Einen zweiten Ausgang aus dem Stüber? Ja, zum Gang, aber der ist immer versperrt. Gut, zwei Ausgänge sind die Grundbedingungen verliebter Unternehmungen. Wer hat den zweiten Schlüssel? Den hab ich. Gut, ans Werk. Und was gedenken Sie in Betreff meiner Liebe zu tun? Zuerst ich, dann du. Nein. Wenn Sie mit der Ihrigen auf und davon sind, werden Sie mir wenig mehr helfen. Schauen Sie, ich bräuchte, wie Ihr Freund sagt, 100 Gulden zum Flug. Ich bin ein sparsamer Kerl, hat was auf der Seite. Wenn Sie mir zuerst helfen, dass ich meine Sali bekomme, dann stehen Ihnen 100 Gulden zu Befehl. Das lässt sich hören. Aber jetzt gib mal deine Schürzen und bring das Essen ins Vorzimmer. Für diese beiden Gäste werde ich heute der Kellner sein. Kellner? Kommen gleich, euer Gnaden! Kellner! Was schaffen euer Gnaden? Nur die Karten. Hä? Die Speisekarte. Die Speisekarte, jawohl. Kommt gut. So. Ja. Gibt's was Fertiges? Na, was Fertiges? In ein Wirtshaus. Ein Spaßig. Da bring ich uns derweil ein Wein. Ist ja wohl. Ein Spitzen. Nein, zwei Seiten heurigen. Sehr gut. Spätlese! Darf man fragen, wo euer Gnaden herkommen? Von Steyr. Von Steyr? Na, so ein Zufall! Ich hab nämlich eine Geliebte, die ist auch in Steyr. Die Fräulein hat gerade den nämlichen Sylphidenwuchs. Na, gerade so ein Sylphidenwuchs. Der Sylphidenwuchs von meiner geliebten Steyr. Wie heißt sie denn? Emma. So
sonderbar. Ich heiße auch Emma. Also ich verbiete mir diese Vertraulichkeiten. Bring uns zweimal Suppe und zweimal Rindfleisch. Entschuldigung, Jonna, aber die Liebe zu meiner Geliebten in Steyr. Ja, dann. Ja. Kannst du dich dann mit einem Kellner in einen solchen Diskurs einlassen? Wenn er fragt, so gebietet doch die Art. Und schau, du artig, wo es hingehört, aber doch nicht da. Da ist die Suppen. Na, sehr gut, ja. Ja, bitte schön. Das ist doch, also soll er das anbrüchen? Also, das ist doch ein... Ja, ist ja gut. Ich auch doch. Die Schulter. Glauben Sie, erinnert sich meine Emma denn gar nicht an mich? Immerhin am Blick. Also liebt sie mich noch. Bringe das Fleisch mit sogar. Bitte. Verzeihung, da hätte ich bald drauf vergessen. Aber so ist das. Wenn man in Steyr verliebt ist, vergisst man in Braunau aufs Fleischliche. Ich weiß gar nicht, wie du mir vorkommst, Emma. Ich sag das jetzt ein für alle Mal. Mit einem Kellner redet man nicht so. Solche Leute ignoriert man, als ob es gar nicht auf der Welt wären. Herr Vormund, so eine Bevormundung war ich bis jetzt nicht gewohnt. Das tut weh. Okay, jetzt warnt's schon wieder. Schamst dich denn nicht? Was soll denn der Kellner von dir denken? Solche Leute ignoriert man, als ob sie gar nicht auf der Welt wären, haben sie selbst gesagt, drum war ich fort. Sei nicht so frech. Ja, bin ich geschwind oder bin ich geschwind? Da ist mit einmal, zweimal Rindfleisch. Ja, mit welcher Soße? Mit der Arthur-Soße. Arthur-Soße? Was ist denn das für eine Soße? Ja, was? Das wissen Sie nicht. Diese Bezeichnung bezieht sich auf einen entsetzlich berühmten Zornbisser. Auf den ausgezeichneten, lorbeergekrönten, publikumsbezaubernden ersten Liebhaber Arthur. Euer Gnaden kennen ihn gewiss? Nein, der Bartengans. Euer Gnaden ist ja kein Buschmann oder ein Eskimo. Also, geht er mir fort mit seinen Komödiantenhistorien. Dieser Arthur, das ist ein unmöglicher Mensch. Ja, den kenne ich nur zu gut. Ja, ich sag gar nichts mehr. Ja, ich wäre auch besser. Der arme Herr Arthur. Arm, wieso arm? Ist ihm ein Unglück geschehen? Das ist eine gar traurige Geschichte. Er hat sich in die allerschönste Fräulein von ganz Steyr verliebt. Ja, aber der Vormund ist ein wahres Ungeheuer. Eine Frechheit, ein Vormund ist kein Ungeheuer. Ja, also, euer Gnaden kennen also den alten Spießer. Spießer? Ja, ich sag nur das, was der Herr Arthur gesagt hat. Ja, er ist hier durchgereist auf Gastspiel nach Budweis. Aber nachher will er die Geliebte den Vormund wegschnappen und entführen. Glaubt dieser Histrione, dass sich ein anständiges Mädel einfach so entführen lässt? Naja, er glaubt halt. Und der Hof, ne? Ja, um meiner Seele, wenn ich ein anständiges Fräulein wäre, ich ging augenblicklich durch mit ihm. Ja, möchten Sie nicht auch was dazu sagen? Ich glaube, dass wir am liebsten die Frau desjenigen werden, den wir lieben. Das wird sie mir folgen. So, pack er sich. Und rufen wir die Tochter des Wirtes, ja? Die hat keine Zeit. Ja, wenn ich sie doch ersuchen lasse. Das ist unmöglich. Ja gut, dann werde ich sie halt selber aussuchen. Nee, das heißt, ich werde sie ihnen bringen. Was will er denn nur mit der? Ich glaube, dass wir am besten die Frau desjenigen werden, den wir lieben. Was soll denn das heißen? Das ist eine allgemeine Behauptung, weiter nichts. Ein anständiges Fräulein hat keine Einsicht, sonst hat es keine Aussicht auf Nachsicht. Die darf mir keinen Augenblick ohne Aufsicht bleiben. Das gebietet die Vorsicht. Herr Vormund! Entschuldige, mein Kind, aber... Nach dem Essen muss ich halt immer einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. Damit du keine Langeweile hast. Ach, machen Sie sich da keine Kummer. Nein. Ohne Gesellschaft ist doch recht entrisch an einem so fremden Ort. Ja, bitte. Euer Gnaden haben befohlen, dass... Nein.
nicht befohlen. Ersuchen habe ich sie wollen, ob sie vielleicht etwas Zeit hätte, meiner Mündel ein wenig Gesellschaft zu leisten. Mit größtem Vergnügen. Ja, sie muss mir aber versprechen, sie keinen Augenblick ohne Aufsicht zu lassen. Denn, nun ja, die Arme, es ist nichts Arges, aber die Arme, sie hat ein kleines, nervöses Gemütsleiden mit habitueller Geistesaffektion und damit verbundener Zerebralreaktion. Das heißt auf Deutsch, sie ist verrückt? Nein, nur im Ansatz. Und das auch nur dann und wann. Oh, und sie schaut ganz gescheit aus. Ja, das Gescheite täuscht. Sie bleibt also bei ihr? Von Herzen gern. Wunderbar. Ach, sag, wo ist denn hier das... Ah, vielen herzlichen Dank. Grüß, Erna. Emma. Was? Emma. Ah, grüß, Emma. Na, mit der bin ich nicht gern allein. Was hat Ihnen denn der Herr vorn und da so geheimnisvoll zugewispelt? Gar nichts. Wir sollen nur zum Zeitvertreib ein bisschen plauschen. Gut. Also plauschen wir. Was denn zum Beispiel? Naja, dann, wie viele Kellner haben Sie denn im Haus? Nur einen. Ist das der, welcher uns bediente? Ja, freilich, weil wir nur den einen haben. Also nur diesen einzigen? Was kann denn das ein fremdes Fräulein interessieren? Die ist richtig etwas. Sagen Sie mir, ist dieser Kellner nicht ein leichtsinniger, flatterhafter Mensch? Aber na, der ist brav. Und ähnlich brav. Ein wahres Muster. Wie ich Ihnen sag? Ja, Sie tun aber gerade so, als ob Sie sich fürchteten von mir. Na, na, na. Nicht im Geringsten. Hat er Ihnen niemals gesagt, dass er vielleicht verliebt ist? Ja, freilich. Gleich den zweiten Tag, wie er da war, aber es ist ein Unglück. Ja, wohl ein Unglück. Sie wissen also alles. Ja, der Vater lässt nicht zu, um keinen Preis. Ja, aber das ist ja gar nicht mein Vater, nur mein Vormund. Und der hat... Was soll denn der zulassen? Na, die Heirat mit... Mit dem Kölner? Ja. Ja, aber die geht ja nur mein Vater was an und der hat mich für einen anderen bestimmt. Was reden Sie da? Sie wollen ihn heiraten? Nur zu was lieberten wir uns denn so unendlich? Sie lieben sich? Ja, er hat mich sogar entführen wollen. Aber ich will nicht entführt. Ich will geheirat sein, wie sie... Das ist Sie wollen eine andere! Das ist der Reinus! Die schaurigen Augen, die sie machen! Der liebt also eine andere! Gleich wieder da! Menschen habe ich geglaubt. Schändlich! Teure Emma, endlich schlägt die Stunde des Glückes. Sie wagen es noch. Liebst du mich noch? Bist du entschlossen? Ich bin entschlossen, einen Treulosen, einen Verräter für immer aus meiner Nähe zu verbannen. Oh, sonst ist Ihre Verstellung. Sie sind entlarvt. Was er hört, so hören Sie mich doch an. Gut, und Teufel, das ist ja die Stimme meines Neffen. Können Sie es leugnen? Sie haben sich Ihre Perücke und Kostüme maskiert eingestellt. Ich verkenne mich, ich werde es nicht verstehen. Ich keine Erklärung. Ich hasse, ich verachte Sie. So lassen Sie sich nur ein Wort zu. Heiner! Was, der hat alles gehört? Heiner! Da ist er ja. Die Rechnung. Sehr wohl. Er hat mich nicht erkannt. Er ist es wirklich. Emma, woher diese fürchterliche Verwandlung?
Also, die Rechnung. Einmal Jägerstübel mit Gedeck macht 4 Gulden. Doch, für die kurze Zeit? Ich Ihnen zu viel. Na, sagen wir 2 Gulden. Gut, wir haben konsumiert. 2-mal Suppen macht 17 Kreuzer. 17 Kreuzer? Na, sagen wir 12. Das kann nur ein Missverständnis sein. Gut, 2-mal Rindfleisch. 2-mal 18 macht 45. 36 macht's, will er etwa betrügen? Oh, das hat er schon getan. Der verteilt sich, hab nur. Treibt mich zur Verzweiflung. Gut, wir haben konsumiert 2 Seiteln Wein. Ist zu viel, wenn ich 2 Gulden schreibe? Das ist zu stolz. Ja, schreib mal 1 Gulden. Lass ja handeln mit mir. Wie lang ist er denn schon Kellner da? Lang. Viel zu lang. Na, dafür weiß er aber gar nichts. Ja. Ich werde mich beim Wirten über ihn beschweren. Ja. Emma, komm, wir gehen. Er bleibt hier. Ja. Was ist denn? Das weiß ich, Emma. Und jetzt ruf mir den. Aber sagen Sie diesem Menschen, dass ich ihn hasse, dass ich ihn nie wiedersehen will. No, nichts übertreiben. Du hast eigenmächtig weder zu lieben noch zu hassen. Alles nur nach meinem Befehl. Und jetzt ruf mir den Wirt. Also öffnen Sie durchaus nicht. Ich sehe, bis wir gemeinsam nach Regensburg fahren. Nimmermehr. Mit Gewalt schleppe ich ihn mit. Ich lache nur ob solcher Tyrannei. Ha, ha, ha! Und sowas will Schauspieler sein. Gnaden haben gewünscht. Herr Wirt! Was wünscht euer Gnaden? Wie viele Kellner hat er im Haus? Nur den einen. Nur den einen? Wenn er nur den einen hat, dann hat er ab jetzt gar keinen mehr. Ich bin zwar Wirt, aber diese Rechnung verstehe ich nicht. Dieser Kellner ist kein Kellner, sondern ein Abenteurer. Mein vagabundierender Neffe und Alleinerbe. Was? Mein Kellner, der Verwandten? Ja, der Sohn meiner verstorbenen Schwester. Ah. August von Hochfeld ist sein wahrer altadliger Name. Ach, und ich Dummkopf, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Ja, mit seiner verstellten Stimme und diesem komischen Ding auf seinem Kopf richtig. Hat er mich eine Zeit lang täuschen können. Ja. Aber mein Scharfblick durchschaut euch. Ja, wenn's auch eine Weile dauert. Nun ja, ich habe ihn jedenfalls ertappt und dort eingesperrt. Oh. Lieber Gutachter, ich schaue nur noch einen Wachter, dass er mir ohne Umstände mitgeht. Eine Frage hätte ich noch. Hat der junge Mann Vermögen? Ja, bedeutend. Ja, eines weiß er ja noch gar nicht. Es war nämlich nicht sicher, ob er das Gut meines Schwagers seines ohne Testament verstorbenen Vaters erben wird. Aber ich habe den Prozess für ihn gewonnen. Also ist er Erbe und heimlicher Gutsbesitzer. Und wie hoch ist das jährliche Einkommen? Also 50, 60.000 Gulden. Aber zu was fragt er mich das alles? Weibliche Neugier. Angeborener Fehler aller Wirte. Ich brauche seine Wachsamkeit, ja? Bin gleich zurück. Also, mein Kellner ist gar kein Inder, sondern ein echter Mogul. Hallo, ist da wer? Ein heimlicher Gutsbesitzer. So heimlich, dass er es selber noch gar nicht weiß. Ja, soll ich ihm jetzt zürnen, weil er meine Tochter entführen hat wollen? Nein. Er hat sie ja direkt und aufrichtig und ehrlich heiraten wollen. Und solche Entführer sind heutzutage ja wirklich selten. Sali! Sali, mein Kind! Was schafft der Vater? Sali! Ein Kind muss immer aufrichtig sein. Will mich der Vater wieder überlisten? Ich traue ihm nicht mehr, wenn der Vater einmal die Unwahrheit spricht. Aber Sali, die Wahrheit ist, das gilt doch nur für die Kinder. Sali, bist du wirklich verliebt in meinen Kellner?
liebst du ihn so, dass dich der Gram töten tadadet ohne ihn? Ja, freilich liebe ich ihn so. Liebst du ihn auch so, dass du, wenn du ihn nicht kriegertest, dich in den Brunnen hineinstürzertest und dich ertränkertest? Antwort. Aber ja, ich liebe ihn so. Liebst du ihn auch so, dass du die Mitternacht hernach mir als Geist erscheinertest und mich erschreckertest? Ich muss das alles wissen. Ja, das tät ich ohne Zweifel. Ja, Sally, mein Kind, warum sagst du das nicht gleich? Da ist es doch meine väterliche Pflicht, um mein einziges Kind zu retten, dass ich dir meinen Kellner zum Mann gebe. Ist das ernst? Vater! Ja, ist schon gut, ist schon gut. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass er nicht seine Meinung geändert hat. Ja, da seid's unbesorgt. Er hat mir ja sogar entführen wollen. Entführen? Ja. Armes Kind. An was für einen Abgrund bist du da geschlittert? An Borkan. Wir sind da ja keine 100 Schritt von der Grenze und gleich drüben hätte er mich geheiratet. Er hat ja Dispens und Taufschein und alle Papiere schon bei sich. Dispens und Taufschein? Sali, mein Kind, geh hinauf auf dein Zimmer und bereite dich vor auf den großen Akt der Entführung. Ja, schon gut, geh. Jetzt muss ich nur noch den Kellner überrumpeln. George! Sie schaffen jetzt auch was? Joshi! Mein liebes Schorscherl! Auf ein Wort! Mein bester Herr Sauerpass, wenn Sie wussten, was... Kein Wort, Joshi! Ich bin ein beleidigter Vater. Durch und durch. Womit habe ich Ihnen denn beleidigt? Hast du nicht mein Kind entführen wollen. Weißt du, Schorsch, wenn man mehrere Kinder hat, dann ist eine ja leicht zu verkraften, aber die Sali, sie ist doch meine ganze Kinderschar. Ich bin eine Löwin, der mir die Jungen geraubt. Herr Sauerpass, ich wollte Ihre Tochter nur heiraten. Heiraten? Ich will das noch und wie mein Lebtag nichts anderes. Na dann, jetzt oder nie. Ja, Herr Sauerpass. Heiraten. Auf der Stelle! Augenblicklich? Augenblicklich! Das ist mein Wort! Josh, geh hinauf zu Sally, sie ist in ihrem Zimmer und entführe sie ordentlich. Oh Gott, das Glück! Sally! So, die Grenze ist keine 100 Schritt von hier entfernt und der Pfarrer, ein Jugendfreund von mir, hier. Meine schriftliche Einwilligung. Naja, der junge Kellner ist verliebt bis über beide Ohren. Alles nach Wunsch. meine Kinder, hier auf diese Einverständniserklärung wird euch der Pfarrer drüben zusammen populieren. Hier habt's mein Segen und jetzt geht's und untersteht's euch mir unverheiratet. Noch einmal unter die Augen zu drehen. Augenblicklich besorgt, Herr Sauerfass. Sie, Sauerfass? Der junge Maushuber. Na schauen Sie, ich habe mir das Ding anders überlegt. Vielleicht heirate ich Ihre Tochter doch noch. Es ist mir leid, aber das ist jetzt Ihre eigene Schuld. Ja, aber Schwiegerpapa. Schwiegerpapa? Kann sich machen, macht sich gerade, fragt sich nur für wen. Na weiter, kein Theater, ja. Apropos. Wo ist denn der alte Herr da, der Spektakelmacher? Der alte Herr Spektakelmacher ist auch unterwegs in Familienangelegenheiten. Ja, Sie tun sehr gnädig, ich könnte Ihnen ja, jetzt... Ja, da bin ich. Zwei Worte sagen. Also, red. Na, ist mir zu alt, fahrt euch schon da gewesen. Ja, fein. Halt davor. Na, alle Maus Huber, na jetzt kannst du ja was vorstellen. Nein, den Konflikt werde ich gern ausmischen. Na, sehe ich dich endlich wieder, alter Freund. Alter Freund, es tut mir leid, aber dein Sohn, der hat sich das alles selber zuzuschreiben. Ja, siehst du, gerade darüber möchte ich um eine Aufklärung bitten. Ach, schämst du dich denn nicht, alter Stamm, dass dein Apfel so weit weggefallen ist von dir? Mein Ignaz? Aber mein Iggy ist doch mein Ebenbild in Solidität,
Höflichkeit. Was ein ungehobelter Pflegeleser. Na, lob der andere schimpft, ich verhalte mich passiv. Mein Idris, ja. Also mein Nazi, ist die gute Stunde selbst, aber du hast ihn ja malträtiert. Ja, der fürcht sich ja geradezu vor dir. Der traut sich ja nicht einmal mehr herein. Ich habe ihn malträtiert. Mit offenen Armen habe ich ihn empfangen. Schöne offene Arme. Hinausgeworfen hast du ihn. Ja. Hinauswerfen, verdient hält das ja wirklich. Hab ich was ihm gesagt? Sieht das ein? Gott, der schon wieder. Hören Sie, wir haben es Ihnen schon gesagt, wir brauchen keine solchen wie ihn. Doch, der fängt schon wieder an. Ja, bist du besessen? Der alte Mashuber ist der alte Mashuber. Gerade rechtzeitig. Der da ist der alte Mashuber. Der junge Mann wird doch wohl seinen eigenen Vater kennen. Ja, was, für wen hältst du denn den? Ja. Also für einmal hinauswerfen ist Ihnen wohl nicht genug. Ich sag's Ihnen jetzt im Guten, Herr Arthur. Na, Arthur, jetzt haben Sie es selber gehört. Herr Arthur, bist du mit ihm? Ja, per Arthur und per Komödiant. Ich sag's Ihnen, Herr Mashuber, ich bin froh, wenn ich Ihnen nicht mehr sehen muss. Gleichfalls. Was? Der Herr heißt auch Mashuber? Ja, aber... Dein Sohn wird doch wohl genauso heißen wie du. Wieso mein Sohn? Mein Sohn ist doch der da. Jetzt wird die Aufklärung epidemisch. Pandemisch. Also ich weiß nur, dass ich hier auf den Namen Arthur hinausgeschmissen worden bin. Lieber alter Freund, das ist doch dein Sohn. Liebster, ältester Freund, ihr werdet doch meinen eigenen Sohn kennen. Hören Sie, jetzt habe ich Ihnen den Verdacht, Sie haben mehrere Söhne. Was will denn jetzt der Mensch? Wissen wir denn, mit welchem Recht Sie einen Sohn verheimlichen? Als wäre ein Aschenbrödelvater eine Tochter. Was? Mein Nazi hier ist mein einziger Stammhalter. Da wären Sie aus unbekannten Gründen den eigentlichen Erstgeborenen vor der Welt kaschieren. Herr, das ist Unfall. Aber Herr, dieser junge Mann ist vielleicht ein zweiter Kaspar Hauser, der seit Jugendjahren in unterirdischen Kellergewölben dahinschmachten musste. Was treibst du denn? Das wirst du gleich sehen. Dieser junge Mann? Nein, ich bin nicht sein Vater. Ja, das könnte ein jeder sagen. Aber können Sie es auch beweisen? Wie kommt denn nicht? Aha, sehen Sie, und da stockt's. Und die Gerichte sind streng bei solchen Blut- und Fleischverleugnern wie Ihnen. Das ist ja ein Höllenkerl. Wenn ich schon ein Spaß, Herr Advokat. Wenn ich als Advokat mich um diesen jungen Mann annehme, ein so ein Prozess mit Instanzen und Berufungen. Oh, ja, ja. Lieber Herr, jetzt lassen's doch reden mit sich. Ne? Vielleicht kann ich Sie ja besänftigen. Ist dieser junge Mann wirklich nicht Ihr Sohn? Auf Ehre und Gewissen, nein. Nun gut, so will ich gegen ein kleines Honorar von 50 Gulden die Sache auf sich beruhen lassen. Ja, aber gerne. Für 50 mehr lege ich Ihnen Beweise in die Hand, dass Sie an der Existenz dieses Mannes unschuldig sind. Oh, aber was wischen Sie sich denn jetzt da ein? Der Herr gibt mir Beweise. Lassen Sie mich das verhindern. Ich habe mit Ihnen überhaupt nichts zu schaffen. Nehmen Sie. So. Und? Also sehen Sie, Sie sind lebendig. Ja. Wer lebendig ist, ist nicht tot. Der Vater dieses jungen Mannes ist aber tot. Folglich können Sie gar nicht der Vater sein. Ist das klar? Ja. Das heißt, ich kann in keine Sachen mehr hineingeraten. Keineswegs. Die Nachricht hätte es von mir umsonst bekommen. Dem Herrn war es aber 100 Gulden wert. Jeden muss man sein Gusto lassen. Das sind vielleicht zwei Pflaster. Aber wieso haben Sie sich eigentlich als junger Mashuber ausgeben? Ja. Das war wegen einem ganz besonderen Plan. Plan? Ein Plan, der jetzt wahrscheinlich schon realisiert sein wird. Ein ganz besonderer Plan. In mir wächst ein unbestimmter Argwohn. Sie haben als junger Mashuber meine Tochter verschmäht. Hört das vielleicht auch zu diesem Plan? Aber Sie wissen doch, dass ich um 50 Gulden alles sage, was Sie wollen. Sie wollen den Mund, er muss reden. So wissen Sie denn, wir sind nur die Werkzeuge eines höheren Willens. Des Willens des Herrn. Des Herrn, der hier logiert hat. Das ist nämlich unser... Prinzipal. Unser Theaterprinzipal. Was? Ihr seid auch Komödianten?
Wenn Sie Ausnahmekünstler so nennen wollen, dann sind wir es. Oh. Mein Verdacht wächst hoch hinaus. Und ist begründet. Ja, getäuschter Tochtervater, deinen Kellner mit deiner Tochter zu vereinigen, das war der Plan. Des Prinzipals. Den müssen Sie zur Verantwortung ziehen. Doch nicht uns. Ich wusel's vor die Augen. Hört, da kann ich schon. Keine Gnade, ich leist keine Kaprizen. Ach, Herr Wirt, haben's gut aufgepasst. Auf Sie waren es, noch einmal mein Haus zu betreten. Ja, wie Geschichte. Oh, ich kenne euch, ihr Landstreicher. Wer streicht dran? Ha, ich habe alles herausgefunden. Der Arthur ist nämlich gar nicht der Maushuber. Der Arthur ist nämlich der Arthur. Was ist denn da? Was ist das? Ist das nicht der, den der Herr Vormund eingesperrt hat? Genegel, was redst denn du da? Da drinnen ist mein Neffe. Der Eingesperrte ist Ihr Neffe? Ja. Ich bin da. Ja, also ich weiß ganz genau. Sie sind das Prinzip. Das ist doch der reiche Fabrikeninhaber, der Herr von Finster. Entschuldigen Sie, küss die Hand, habe die Ehre, Maushuber-Hotelier in Wien. Ach, wir kennen uns. Ja. Wir haben mal bei Ihnen logiert. Ja, ich bin ja, Sie sind also der Mitbürger. Ja, ich sag mal, ja, das freut mich wirklich und das tut mir tausendmal leid. Der, den Sie eingesperrt haben? Das ist mein liederlicher Neffe und Alleinerbe. Also doch, ja! Ich kann singen und tanzen vor Freude. Am liebsten würde ich aus der Haut fahren, aber ich komme nicht aus, ich bin stick. Also, wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel, es ist nämlich so, dass der junge Mann mir durchs Schlüsselloch glaubhaft versichert hat, dass er nur ein ganz gewöhnlicher Kellner ist. Und da habe ich mir gedacht, weil er und meine Tochter sind ja so. Was? Und inzwischen sind sie schon Mann und Frau. Nein, was ist mein Gefangener? Ich bin mit dem verheiratet. Ich bin meine Gefangene. Und ich werde diese Hochzeit nullifizieren. Ich werde dagegen prozessieren. Ja, nur kein Prozess. Lass mich vor dich beschwören. Alles in Ordnung. Jawohl, Herr Prinzipal. So, großartig. Und jetzt geht's gleich hinüber zum alten Herrn und holt euch euren Segen. Was geht mit denn der Alte an? Nicht obstinat sein, Schwiegersohn. Was schon denn du hast, was dein Schwiegervater dir sagt, sagst, du wirst wenigstens tun, was deine Frau dir schafft. Meinetwegen. Wir bitten um ihren Segen. Was soll ich das? Sägen. Sägen? Nein, nicht sägen, sägen! Was will der Bursche? Nein, nicht in diesem Ton gegen den eigenen Reuigen-Neffen, den nur die Liebe zum Kellner gemacht. Ja, Kellner mag er ja sein, aber mein Neffe ist er nicht. Nicht? Nein. Mir verschlockt's die Red. Den hat sie geheiratet? So, jetzt wird's zu bunt. Nazi, komm. Wir gehen. Nein. Hier herrscht ein allgemeiner Rausch. Und du, elender Betrüger. Was, ich? Ja. Habe ich je mit einer Silbe gesagt, dass ich was anderes als ein Kellner bin? Auf ihn lautet die Einwilligung. Hier, schwarz auf weiß. Aus ist. Goals. Der Herr lässt sich entschuldigen. Auf dem Schiff, Herr Arthur. Arthur? Sie wagen es, meine Mündel immer noch zu verfolgen, Sie? Ich habe Ihnen 120 Gulden zollt. 6 aus dem Weg gehen und Resignation. Das Geld zurück oder der Wacht da draußen wird Sie wegen Betrug gestellt. Das wird nicht sein können. Sie sagen doch selbst, ein gewisser Herr Arthur hat Sie betrogen. Nun, ich heiße nicht Arthur, ich heiße Pitzel. Karl Maria Pitzel, Menschendarsteller. Hier meine Karte. So hat er mich betrogen, als er sich als Arthur ausgegeben hat. Betrogen habe ich Sie nicht. Ich habe Sie nur prüfen müssen, ob Sie der Wahrheit würdig sind. Die Wahrheit ist das Erhabenste, darum kann man es ja nicht jedem auf die Nasen binden. Und du, Elendige, du warst in Steyr mit dem im Mund und hast doch mal alles gewusst.
Ja, so ist es, aber nur, weil ich Ihren Neffen und Sie, Herr Vormund, mich heiraten wollen. Ich heiraten? Dummheit. Dich heiraten, nur mehr als Dummheit. Ich hab dich doch für meinen Neffen bestimmt. Ist möglich? Ja, wirklich. Bester, teuerster Onkel. Wo kommt jetzt der her? Das ist, ja, es ist ja schon gut. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Geben Sie mir Emma zur Frau. Und dann füge ich mich freudig Ihrem Willen und werde Fabrikant. Was? Also, dass es Leute gibt, die nicht zum Theater gehen, das ist mir doch begreiflich. Wenn alle ins Theater gehen, gibt es ja kein Publikum. Aber dass einer dabei ist, freiwillig auszugehen aus dem Begeisterungstempel, rein ins schnöde Wirtschaftsleben, dafür habe ich keinen Begriff. Hätten wir nur eine Ahnung gehabt, dass die Geliebte zugleich die Bestimmte war. Ja, so waren also alle meine Maßregeln völlig... Umsonst. Trösten Sie sich, auch meine schlauen Pläne waren umsonst. Und meine Hoffnung auf einen noblen Schwiegersohn umsonst. Ewig schaut um mich. Mit einem Wort, die Liebenden haben sich. Alles Übrige ist rein. Auf, auf, ruft Mord durch die Gassen. Gerichtsdiener bindet mich, führt mich von hinnen. Ich will Geheimnisse aufdecken, so dass denen, die sie hören, die Haut schauern soll. Wahnsinnig! Aus! Schluss!